Okay. Ja, dann hier haben wir den Kollegen nochmal vorgestellt. So, und dann sind wir bei Shift Happens. So, der Teil, wo wir uns jetzt das mal angucken. Und wir uns, Patrick und ich haben schon häufiger darüber gesprochen. Im Prinzip, es passiert so viel. Wir könnten quasi jeden Tag eigentlich eine Viertelstunde irgendwie einerzählen. Wir könnten auch irgendwie auf Wochenbasis und so. Also das Vorbereiten und Durchführen dieser Sendung tatsächlich ist ein echtes Zeitinvest. Deswegen werden wir jetzt erstmal so schnell vielleicht da jetzt gar nicht so richtig was dran ändern können. Aber es ist wirklich enorm viel. Ich habe heute tatsächlich noch drei Folien nochmal bearbeitet, also bis vor noch ein paar Stunden, weil da die ganze Zeit sich das so überschlägt. Und das ist eigentlich wirklich spannend. Das zeigt halt, wie nah wir da dran sind an dem Thema. Und es ist halt wieder ein großer Rundschlag. Wir haben einerseits hier so ein bisschen Hoffnung, Fragezeichen, nämlich Umweltbundesamt hat letzte Woche ja einen Bericht rausgegeben über, wo stehen wir denn mit unseren Klimazielen und so weiter, und konnte dann vermelden, ja, hey, 2022 haben wir unser Klimaziel, das Gesamtklimaziel für Deutschland eingehalten. Das liegt aber nicht daran, weil wir jetzt irgendwie so großartig überperformt haben, sondern weil wir im Zuge des Ukraine-Krieges einfach weniger Wirtschaftsleistung hatten und damit auch weniger emittiert haben. So, das heißt also, das ist jetzt kein Effekt von irgendwie guter Politik, sondern einfach nur von natürlichen exogenen Faktoren. Und hierbei schlagen insbesondere zwei Sachen besonders ins Kontor, das eben nochmal unterstrichen worden ist. Und das wissen wir alle. Gebäudesektor steht halt hinter den Zielen zurück und Verkehrssektor steht massiv hinter den eigentlichen Zielen zurück und zeigt da auch wenig Anstrengung, das zu ändern. Da kommen wir gleich hinten nochmal drauf. Das ist Woran eine. das wohl liegt? Ja, genau, wir kommen da drauf, genau. Und das zweite ist, tatsächlich sind die Sachen immer noch nicht besonders ambitioniert. Wer sich an die vorletzte Sendung erinnert, wir haben mal eine Grafik gezeigt, dieses, okay, wo müssten wir sein, wenn wir 1,5 Grad erreichen wollen? Kommen wir gleich auch noch zu. Wo müssten wir sein, um 2 Grad zu erreichen? Wo ist die Regierung gerade und wie sind wir gerade von der Performance? Das heißt, unsere eigentlichen Ziele sind schon nicht gut genug, um die globalen Anstrengungen wirklich tatsächlich zu erreichen. Und diese unterbieten wir dann noch, weil es da eben darum geht, dass wir auf diesem Reduktionspfad relativ schnell, also tiefe Reduktionen erreichen. Das bedeutet eigentlich so dieses, auch wenn jetzt halt irgendjemand hochhalten kann nach dem Motto, ja, aber 2022 haben wir unsere Klimaziele erreicht, dann muss man dazu auch das Gesamtbild in den Fokus nehmen. Und da sieht man dann eigentlich so, naja, das Bild ist nach wie vor nicht gut. Und was aber interessant ist, und das ist eben etwas, das ist jetzt ein bisschen unrelated, aber das passt da irgendwie so gut, weil das auch eigentlich was interessant Positives ist. Denn manchmal ist der Markt oder Marktakteure da schon ein bisschen schneller, und total hat hier gesagt, okay, gut, irgendwie macht das alles keinen Sinn mehr, wir geben unser Tankstellennetz auf. Das ist jetzt auch nicht besonders klein, aber das zeigt halt eben so, dass eben einige auch schon verstanden haben, okay, was rechnet sich da noch, was rechnet sich da nicht? Tankstellen, wie verdienen die ihre Geld? Die verdienen halt eben sehr stark das Geld eben darüber, dass sie halt drumherum halt 24/7 halt eben Waren anbieten, im Prinzip so ein kleiner Supermarkt sind, der sehr teuer ist und so. Also da eben man sich da irgendwie auch nachversorgen kann. Und das Spannende ist oben, was im ersten Satz drin steht, nämlich dieses, na, wir sitzen jetzt eigentlich so mit Ladestationen aus und so. Also wenn man jetzt irgendwie Betreiber ist von solchen Anlagen und dann so Ladeplätze anbietet, ne, dann könnte man vielleicht so durch ein politisches Konzept zum Beispiel sagen, okay, Tankstellen dürfen nur noch bestimmte Waren anbieten, was weiß ich, nur noch Treibstoff, Zigaretten und Zeitungen oder so, keine Ahnung. Und all die anderen Sachen gibt es nur dort, wo Ladestationen sind oder so. Also es gibt hier ja Hebel, ne, und das heißt ja immer gern, unter den Marktgläubigen gibt es ja dann immer diesen Satz von wegen, der Markt soll es regeln. Ja, dann könnte man hier durch eine Intervention auch eine ganze Menge machen, wie sich dann irgendwie so das alles selber transformiert. So, und das ist ein interessantes Beispiel halt eben, dass sich solche Bewegungen halt eben auch vollziehen und wir das teilweise gar nicht richtig mitkriegen. Aber da kurz nachgefragt, warum verkauft dann Total, wenn sie gleichzeitig auf Ladestationen? Also wieso kann man daraus nicht Ladestationen machen? Fragezeichen. Ja, das ist halt eben genau die Frage, wie sehr du dann auch bereit bist als Akteur, dich selber da zu transformieren. Ne? Wenn du jetzt irgendwie hinten raus der bist, der irgendwo große Mengen Öl einkauft oder vielleicht sogar selber fördert und dann raffiniert und dann verteilt und so weiter, dann ist das ein ziemlich klares Geschäftsmodell. Ne? Dann hast du halt hinten halt ein paar Abnehmer und einer der Abnehmer sind eventuell Tankstellen, vielleicht sogar deine eigenen Tankstellen. Wenn du jetzt ein Ladenetz aufbaust, dann hast du das Thema, dass du es halt eigentlich nur dann wirklich sinnvoll betreiben kannst, wenn du halt
hinten drauf halt eben auch einen Energieerzeuger hast, also wenn du auch diese große Teil an vertikaler Integration hat. Also das heißt, du brauchst ein Kraftwerk oder aber noch besser, damit das dann auch fliegt bei den Leuten, die E-Mobilität betreiben, dass es dann grüner Strom ist. Und wenn du das nicht hast, dann hast du nur wirklich einen sehr kurzen Teil dieser Wertschöpfungskette, wo dann auch wenig Prozent dann irgendwie abfällt und so. Klar, man könnte natürlich sagen, okay, ich habe ja ohnehin diesen Marktanteil noch, den könnte ich transformieren, aber das würde halt wieder mit einer ganzen Menge Investitionen einhergehen. Und ich glaube, hätten wir jetzt irgendwie klar dieses Verbrenner-Aus-Thema, dann würden wahrscheinlich jetzt auch möglicherweise nochmal andere Bewegungen da reinkommen. Aber wir haben jetzt auch einfach wieder Unsicherheit im Markt. Ich meine, am Ende wird das wahrscheinlich darauf hinauslassen. Aber diese Unsicherheit sorgt eben auch dafür, dass man sich überlegen muss, okay, wo möchte ich jetzt tatsächlich hin? Ja. Ich finde es hier übrigens interessant, was ich ja vorher so als Witz gebracht habe mit wir brauchen Innovationen und dann dieses Tüftler-Ding. Das ist ja gar kein so dummes Argument tatsächlich, wenn man es, glaube ich, so richtig anwendet. Also wenn man jetzt es so sagen würde, okay, Folgendes, wie jetzt irgendwie da, es gibt keine Verbrennermotoren mehr, weil wir wissen, das führt in den Untergang unserer Zivilisation, wie wir sie kennen. Oder man würde sagen, okay, bis dahin, dann wird alles abgeschalten. Und dann durch diese Intervention darauf vertrauen, dass dann Innovationen durch die Wirtschaft und durch den freien Markt kommen, wie jetzt eben so das Total dann irgendwie sagt, okay, cool, schnell, wir brauchen schnell neue Ideen, weil wir wollen Geld verdienen. Wir steigen völlig aus und gehen dann auf Ladestationen. Davon wären sie nicht alleine gekommen. Das hätten sie nicht gemacht, wenn sie weiter Öl verkaufen dürften. Ja. Und man kann ja auch Innovationen dann ein bisschen pushen, indem man dann halt irgendwie so eingreift. Absolut. Genau. Und das ist halt immer das Fatale. Also mittlerweile muss man da fast Propaganda, Lobbyismus ist mir dann schon fast ein bisschen zu wenig, weil auch Greenpeace macht Lobbyismus und so weiter. Also es geht schon fast Richtung Desinformation. Dieses, also was ja immer kommt bei dieser Frage, auch jetzt rund um Technologieoffenheit, bla bla bla. Es wird immer suggeriert, als ob es nur zwei Grundzustände gibt, nämlich der Markt regelt alles oder alles wird irgendwie planwirtschaftlich, wie auch immer, wie in der alten DDR irgendwie bestimmt. Aber dieses, genau dieses Zwischending, wie du es gerade formuliert hast, zu sagen, wir machen Strukturpolitik. Also im Sinne von, wir legen Strukturen, die eben tiefergreifend sind als diese ordoliberale Idee, wir machen mal einen ganz groben, großzügigen Rahmen und machen aber möglichst diesen Rahmen so frei, dass der Markt völlig frei drehen kann. Das ist auch sowas, was halt den Diskurs immens verzögert und Richtung Lösung wirklich verzögert. Und das sieht man ja wunderbar, ich glaube, das kommt aber auch noch beim Thema E-Fuel, hat man das on point gesehen. Also jeder, also wirklich der Konsens war eigentlich, es macht keinen Sinn, Verbrennermotor. Selbst die Industrie hat jetzt auch wieder, ich glaube, es gab einen offenen Brief oder irgendwas an Frau von der Leyen mit 100 Unterzeichnern aus verschiedenen Industrien, von Unilever bis Automobil, Volvo etc., die alle sagen, bitte schafft Klarheit. Für uns, damit wir wissen, diese Technologie, die brauchen wir nicht mehr. Aber wir brauchen diese Klarheit auch für Investoren, damit man weiß, wohin das Geld in Zukunft fließen kann, damit der Markt sich entsprechend justiert. Und das ist doch jetzt wirklich fern von jedweder DDR-Fantasie, die da immer wieder gesponnen wird. Und um nichts weniger als das geht es letztendlich. Oder es ist diese Frage eben zu sagen, wie kann man Wirtschaft gestalten, anders gestalten? Und da muss man da nicht einen neuen Namen für finden, sondern es geht wirklich ganz konkrete Richtlinien zu setzen, Orientierungspunkte zu setzen, um eine Beschleunigung in eine Transformation hinzubekommen. Und das geht genau nicht und mit freiem Marktdenken. Genau, wenn man will, so, und wir, glaube ich, kommen gleich noch drauf, ob tatsächlich auf der anderen Seite jemand ist, der will. Dazu passt aber das hier, und zwar der Straftatbestand Ökozid. Also wenn man jetzt irgendwie bewusst oder durch Unterlassen, also der Eventualvorsatz, tatsächlich schwere Naturschäden herbeigebracht hat oder vielleicht sogar Ökosysteme so schwer beschädigt hat, dass sie sich nicht mehr erhalten können und dann sterben, dann spricht man von Ökozid. Und da gibt es ja viele Beispiele. Also wie zum Beispiel, man kann nirgendwo auf der Welt noch Regenwasser trinken, das unbelastet ist. Das zum Beispiel ist so ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich so etwas wie, huch, du hast ja mal kurz 15.000 Liter Schweröl an der Stelle
Kohle rausfließen lassen, weil du dein Unternehmen nicht unter Kontrolle hast. Das alles könnte eventuell bald Straftatbestand werden. Ist es ja eigentlich auch, aber es ist immer sehr schwer, dann zu sagen, derjenige war es und was ist es denn und so und wer verfolgt denn? Und was hier gemacht werden soll, ist, man bringt das auf eine höhere Instanz, nämlich tatsächlich Internationaler Strafgerichtshof, der dann, wenn er dann gesagt hat, okay, auf folgende Art werden wir den Straftatbestand Ökozid jetzt definieren, dann halt eben auch internationale Haftbefehle ausstellt und dann sagt, okay, RWE, dann komm mal her. So, das wird natürlich dann, wir werden selber miterleben, selbst wenn man das jetzt so hat, also da wird man wahrscheinlich die wirklich mutwillig da, keine Ahnung, ganze Landstriche verwüsten oder untergehen lassen oder Regenwälder anzünden oder so, die wird man tatsächlich mit sowas kriegen. Also ich glaube, man wird aber jetzt nicht irgendwie wild um sich schießen. Und auch dann wird immer noch das Problem sein, okay, wie ist denn jetzt tatsächlich die persönliche Beteiligung desjenigen und so weiter. Aber es ist trotzdem etwas, wo man sieht, es wird halt eben ein bisschen ernster genommen, das ganze Thema. Und deswegen ist das auch ein schönes Beispiel, dass sich auch in der Richtung was tut. Und dazu passt das hier, nämlich Biden Administration. Wir sehen nachher noch ein anderes Beispiel zu Biden. Es wird ja gerade gegen sehr, sehr viele Fossilunternehmen in den Staaten geklagt. Dadurch, dass sie über Jahre halt eben versucht haben, durch Desinformation Klimawandel zu leugnen, dass sie halt eben bewusst auch an einigen Stellen halt die Atmosphäre ohne Not verschmutzt haben und so weiter. Es gibt da ganz, ganz viele Verfahren, die anhängig sind, die gegen die verschiedenen Akteure und die beiden Administrationen, also insbesondere das Department of Justice, das Justizministerium, unterstützt das Ganze. Das ist halt eben spannend, weil das ist etwas, hättest du das vor 6, 7, 10 Jahren gesagt, hätte dir das keiner geglaubt. Also da bewegt sich was, in dem wie Gesellschaft auf solche Sachen blickt. Dazu eine Frage aus dem Chat. Ehefrau Joens. Ich fände es auch sehr schön, wenn die Politik endlich mal gestalten würde, aber unsere Politiker wollen das ja irgendwie nicht. Und dann ergibt sich für mich die Frage, ob es für die deutsche Politik wirklich so wichtig ist. Wir befinden uns in einem internationalen Geflecht, unsere Konzerne befinden sich auch in internationalen Geflechten. Und dann werden halt andere Politiker in anderen Regionen der Welt die Entscheidungen treffen, die sich unsere Politiker nicht zutrauen. Es ist jetzt noch nicht so eine auf On-Point-Frage, aber ich vermute mal, die Frage, die so dahinter steckt, ist tatsächlich, wenn wir hier sehen, was macht Biden zum Teil und so weiter, warum, also welches Interesse ist eigentlich da? Also was ist der Grund, warum es hier sehr, sehr zögerlich zugeht? Also ich glaube, wenn sogar Konzerne erkennen in weiten Teilen, dass das so alles keinen Sinn mehr macht. Also siehe Total, siehe die Unterschreibenden und so weiter. Das haben wir in Episode 2 durchdekliniert und ich komme gleich noch drauf, warum das so ist würde das die Frage gern gleich nochmal kurz zurückstellen, weil ich glaube, die wird sich gleich noch beantworten. Sehr gut. So, die Klippe ist in Sicht. Ja, was jetzt kommt, ist nochmal wieder etwas so, dass wir haben ja Leute, die das Format häufiger schauen, die dann irgendwie sagen, oh Gott, jetzt kommt wieder der Teil. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen uns damit beschäftigen, wie es denn tatsächlich aussieht. Und diese ganzen verschiedenen Szenarien, ne, dieses vor allen Dingen, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt denn was ein? Ja, es ist richtig, dass es das gibt. Was wir aber haben, ist, dass die schlimmen Szenarien, die da drin sind, auch regelmäßig durch die Realität überholt werden in weiten Teilen. Also eigentlich bräuchte es halt irgendwie, wenn, jetzt ist ja gerade ein Bericht rausgekommen, so, ne? Aber dieser ganze Bereich, wie richtig schlimm wird es denn, ist teilweise halt ein, also das allerschlimmste Szenario hat man jetzt noch gar nicht so richtig untersucht. Das sind halt immer noch so auch relativ milde Sachen, die dann aber durch die Realität dann überholt werden. Und wenn man da dann eben drauf schaut, dieses, was für Effekte hat das denn auf die Gesellschaft, kommt eben sowas dabei raus. Neuer IPCC-Bericht, keine Prognose, sondern Gegenwartsbeschreibung. Das ist nicht von dem Bericht von diesem Jahr, sondern ich nehme jetzt 3 Berichte zum Anlass aus dem letzten Jahr, also die letzten 3 Berichte, wie da die Berichterstattung aussah. Und ich erkläre gleich, warum. Also hier zum Beispiel der Anreißer. Dieser Bericht markiert die wohl letzte Gelegenheit für ein wirksames Umsteuern. Dann das mal davor war das Schock pro Unose Klimakatastrophe, Mitte des Jahrhunderts ist die Menschheit am Ende.
Und dann davor war das eben Klimaprognose 2050, hohe Wahrscheinlichkeit, dass die menschliche Zivilisation endet. Der letzte von 2019. Das ist alles in plain sight. Ne? Also dieses vor allem, wo wir gerade eben mit Konstantin gesprochen haben, nach dem Motto, es wird nicht, also wir haben ja nicht gesagt, es wird nicht berichtet sein. Ne? Aber es wird tatsächlich, es gibt immer diese Schlaglichter, aber wenn so ein Bericht rauskommt, dann wird so berichtet. Dann steht auch immer all das im Raum. Dann ist auch allen klar, fuck. Jetzt müssen wir auf die Bremse latschen und mal richtig hier versuchen, nicht weiter auf diese Kurve zuzureißen. Und dann geschieht das Übliche, nämlich dann 2 Wochen Krokodils drehen. Dann kommt meist dann irgendwie ein Thema, der dann sagt, ja, mit dieser neuen Zukunftstechnologie im grünen Wachstum, da kommen wir dann raus. Und dann gibt es als nächstes denjenigen, der dann sagt von wegen, ja, die Berichte, die stimmen ja auch gar nicht. Und übrigens, in diesem Bericht steht ja auch ein positives Szenario und bestimmt werden wir das machen, oder? Also dann kommt wieder so Prinzip Hoffnung, Lebenslügen, Verdrängungsgesellschaft. Und dann kommt wieder das, wo dann wieder die Ersten dann sagen, ja, von wegen so, ne, also wir können jetzt ja nicht Wirtschaft gegen Klimaschutz tauschen, das geht da nicht. Oder halt eben dieses, naja, die Wissenschaft hat sich ja schon häufiger geirrt. Das erlebe ich jetzt, seit ich dieses Thema mache, jedes Mal. Also immer dann, wenn so ein Bericht kommt, wird dann auch immer gesagt, so von wegen, ja, das erkennen wir jetzt an. So, und das werdet ihr miterleben. Wir haben jetzt den Bericht seit gestern draußen. Da steht im Prinzip wieder genau dasselbe drin. Es steht sogar jetzt noch deutlicher drin, nämlich dieses, wir müssen nicht nur anhalten und umsteuern, wir müssen auch anfangen zu reparieren und uns auf die Katastrophen jetzt vorzubereiten. Das 1,5-Grad-Ziel markiert ja eine wichtige Schwelle. Welche kommt gleich noch? So, und wahrscheinlich ist die so gut wie gefallen. So, und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen und als Staatengemeinschaft und der Zivilisation darauf reagieren. Und jetzt ratet mal, wenn wir jetzt in 4 Wochen uns wieder zu einer Sendung treffen, was dann gerade diskutiert wird. Ob dann tatsächlich das sich in politisches Handeln ummünzt. Ich würde mir wünschen, dass es so käme. Und ich wünsche mir nicht recht zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell in 4 Wochen das wieder auch so etwas sein, ja, man könnte mal und so, und dann verläuft das wieder so im Sande. Was ich aber tatsächlich positiv beobachtet habe, ich weiß nicht, ob das die Jahre davor auch der Fall war, es gab ja mehrere Interviews mit Beteiligten an diesem IPCC-Report, die auch sehr offen gesprochen haben. Also es ist ein eindrückliches Interview, blieb mir noch im Gedächtnis, wo sie eben erklärt haben, so, ja, da habe ich zum ersten Mal, also zum einen die ganzen Schwierigkeiten drumherum, also dass das auch richtig Arbeit ist für die Forschenden, die da drin sind, die das aber auch so nebenbei mehr oder weniger mitmachen, also neben ihrer eigentlichen Arbeit noch das on top und so weiter. Und wo dann einer gesagt hat, also, da habe ich wirklich mal gelernt, was es heißt, wissenschaftliche Erkenntnisse gegenüber den Interessen der Politik zu verteidigen. Weil man muss eben wissen, dass dieser Bericht muss von der Politik freigegeben und unterschrieben werden. Das heißt, diese ganzen Einflussnahmen auf den Bericht im Vorfeld haben wir gar nicht mitbekommen. Und das war für mich so das Ding, dass das zum ersten Mal wirklich so klar formuliert wurde von der Wissenschaft, die eben gesagt hat, ja, wir werden immer wieder dazu gedrängt, gewisse Formulierungen zu verändern und so weiter. Und es ist ein permanenter Kampf darum. Und das einzige Argument ist sozusagen, wenn die Wissenschaft massiv in ihren Grundfesten angegriffen wird durch Wünsche der Politik, dann haben sie sozusagen das Recht zu sagen, nee, stopp, hier, das bleibt jetzt so stehen und so weiter. Aber man erahnt quasi, welcher Struggle das ist, überhaupt diesen Report rauszubringen. Ja. Weil er natürlich auch letztendlich politisch eine gewisse Bindungskraft, zumindest auch wenn sich dann wenig tut, dann schon hat, weil es wie gesagt auch unterschrieben wird und letztendlich die Regierung da auch ein Stück weit dann ihren Kopf letztendlich in der Verantwortung damit hinhalten. Und das fand ich eigentlich interessant, auch von der Berichterstattung, von der Meta-Berichterstattung, eben auch zu sagen, wie entsteht so ein Bericht und unter welchen Bedingungen und was passiert da im Hintergrund und so weiter. Das ist den wenigsten ja eigentlich klar. Ja, jetzt gerade so bei Formulierungen und so weiter sind, das ist so einer der Punkte, wo ich meinte, wo ich auch der Journalismus ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil ich kenne den Bericht, das war von einem Think Tank tatsächlich, also da waren sie wenigstens frei, deswegen konnten sie auch so deutlich reden wahrscheinlich, vermute ich mal. Im Bericht wird in der Überschrift ist es richtig, mit menschliche Zivilisation. Jetzt in den Texten oder bei Fokus, dann übertreiben sie es, da sagen sie Sachen, die in dem Bericht nicht stehen ausdrücklich. Wenn da steht, das Ende der Menschheit, das sagen sie im Bericht ausdrücklich, es geht nicht um, also dass die Menschheit weiter existieren wird, aber sie sagen voraus, dass die Zivilisation, wie wir sie kennen, sehr wahrscheinlich zusammenbrechen könnte mit diesem System,
Staaten kollabieren, Domino-Effekt und so weiter. Also, dass wir dann, also, das ist das Niveau, auf dem wir gerade diskutieren können, wenn es um sowas geht. Wir reden nicht um Auslöschung der Menschheit, wir reden vom Untergang der Zivilisation. Ja. Ja. Sehr gut. Aber da wichtiger Hinweis, und jetzt wird mir auch nochmal klar, was du meintest sozusagen mit diesem Übertriebenen, weil dann auch die übertriebene Formulierung dann im Umkehrschluss wieder genommen werden kann, um zu relativieren, um zu sagen, ja, ja, sie behaupten genau das und so weiter. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch nochmal zu verstehen, was sozusagen mit Übertreibung und so weiter gemeint ist. Und deswegen wiederum mein Punkt oder unser Punkt ist ja dann immer zu sagen, okay, was ist wirklich die wissenschaftliche Basis? Was lässt sich wirklich nüchtern feststellen? Und hier haben wir ein wunderbares Beispiel, um die Differenzierung hinzukriegen, die scheinbar sehr nah ist, aber dann schon einen großen Unterschied macht, ob ich sage, menschliche Zivilisation endet oder die Menschheit endet. Genau. Sehr gut. Dann, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen vorgerissen, dieses, ne, dann war hier der eine Klimawissenschaftler beim Guardian und ist dann eben auch mal so gefragt worden, dieses, naja gut, also können wir es denn irgendwie noch alles irgendwie aufhalten, und er hat dann eher nochmal eingeordnet, und das ist jetzt auch nichts Neues, das kannst du jetzt irgendwie Ramsdorf die letzten 15 Jahre dir angucken, dieses, naja, wir müssen uns halt irgendwie doch jetzt irgendwie tüchtig bemühen, um die Folgen davon halt irgendwie vernünftig einzuhegen, und die Folgen sind halt eben dieses, dass das 1,5-Grad-Ziel jetzt halt möglicherweise überschritten wird. Und das Ding ist halt, es markiert insofern eine Grenze. Wir werden immer mal wieder über 1,5 Grad liegen, aber wenn sich dann das Weltklima dann erstmal darauf eingependelt hat, dass es jetzt halt 1,5 Grad mehr hat, dann ist halt eben mehr Energie im System. Das bedeutet mehr Extremwetterereignisse. Das bedeutet auch das Erreichen von ersten Kipppunkten. Das hatten wir, glaube ich, Sendung 6 mal so ein bisschen ausführlicher, die dann auch diese ganze Entwicklung weiter anfeuern. 2 Grad ist dann, und deswegen ist er auch im Paris-Abkommen, was ja auch schon ein Kompromiss war, 2 Grad oder beziehungsweise die Begrenzung der Temperatur unter 2 Grad, deutlich unter 2 Grad, deswegen 1,5 Grad, so festgelegt worden, weil ab 2 Grad eben deutlich mehr Kipppunkte ins Rutschen kommen und wir gleichzeitig halt eben auch ein größeres Problem mit der Biosphäre bekommen, mit Biodiversität, mit Wasser, mit Hitze, mit tatsächlich dann eben auch Landstrichen, in denen man nicht mehr leben kann. Also im Prinzip das ganze Thema, worüber wir gerade sprechen, und auch dieses von wegen jedes Zehntel Grad zählt, das kann man eben daran erkennen. Und das Wichtige dabei ist jetzt dieses, wir dürfen uns Shifting Baselines, dieses immer, wenn wir gucken, wo stehen wir denn gerade, wo waren wir denn gerade, wie blicken wir denn jetzt nach vorne, dass wir uns dann auch zu schnell an den ganzen Schmuh gewöhnen. Noch vor ein paar Jahren, wenn du dann gesagt hast, 1,5-Grad-Ziel, hat man gesagt, das ist noch voll lange weg und so weiter und hoffentlich schaffen wir das und so, und wenn wir uns ganz toll anstrengen, kriegen wir das bestimmt auch hin, und schon seit 2 Jahren sagt man so, okay, wird wahrscheinlich nicht klappen. Also das in einigen Teilen. In einem großen Diskurs war das immer noch offen, dieses, das kriegen wir vielleicht ja noch irgendwie hin. Noch vor ein paar Jahren davor hieß es dann irgendwann, na, vielleicht 2070, 2050, vielleicht 2030. Und jetzt sind wir dabei, dass wir merken, nee, also 1,5 Grad werden wir wahrscheinlich jetzt bald schon reißen. 2026, na, vielleicht auch schon 2024. Das bedeutet also dieses, wir kommen auch gleich drauf, woran könnte es denn liegen? Und einen Grund habe ich mitgebracht, dass halt diese Entwicklung, das ist ja auch in Modellen gedacht und so weiter, eben, wir sehen es immer wieder an vielen Messpunkten, schneller vorangeht und gravierender ist als bisher angenommen. Und das sieht man jetzt halt eben auch daran, ne? Also wir sind jetzt mit der Erwärmung schon deutlich früher. Quaschning hat das vor ein paar Jahren schon gesagt, dieses, wir werden jetzt immer wieder mal 1,5 Grad auch mal sehen, so in den Spitzen und so. Nee, das ist jetzt halt eben etwas, was jetzt da ist. Und ein letztes Ding dabei noch, dieses, naja, bei Bloomberg, und das ist jetzt, glaube ich, auch schon 21 gewesen oder so, genau, also dass wir im Prinzip schon auf dem 2-Grad-Track sind, wenn man halt eben schaut, okay, was ist denn alles schon an Energie in der Atmosphäre, was könnte da denn eigentlich noch mehr auf uns zukommen? Soll heißen, dieses ist nochmal genau das, was wir gerade eben schon hatten. Wird es repräsentiert? Ja, genau, wird es. Und wie gehen wir dann damit um? So, ne? Also eigentlich wäre das ja zum Beispiel auch mal Gegenstand für
eine Sondersendung, eine Aktuelle Stunde im Bundestag, ein super-duper Sonder-wie-auch-immer-Paket, ein, keine Ahnung, wir ketten uns jetzt eine Woche. Nee, das ist jetzt einfach so, jetzt haben wir uns dran gewöhnt, dass es halt irgendwie so in die Richtung geht. Also da sehe ich jetzt auch so ein bisschen, da kommen wir jetzt auch zum Schluss, da sehe ich auch diesen Punkt von dem, was Konstantin vorhin gesagt hat, dieses so Gewöhnung und dann irgendwie auch so ein bisschen, man stumpft dann auch ein bisschen ab und so. Ja, am letzten Ende sind es hier nur Zahlen. Und was das dann tatsächlich in der Realität bedeutet, haben wir gerade eben am Anfang ja gesehen in den Filmen. Was mir gerade auffällt, das finde ich, das habe ich noch nicht gesehen, das finde ich sehr interessant und sehr gut, dass sie hier 2C, das 2C als Schlagwort, als Begriff etabliert ist und nicht, okay, 1,5 Grad Ziel oder sowas, aber 2C, dass das halt sowas ist wie Year 2K, dass es was ist, was halt irgendwie jeder Mensch auf diesem Planeten kennen sollte, weil es existenziell für unser Überleben ist. Das fände ich interessant, dass das mehr zu branden. Ich habe gerade irgendwie so dieses Bild im Kopf, so ja, weil wenn man da liest, und da geht es ja hier, zwischen 2,1 und noch 2,9. Dieses Bild vom, sehr passend, vom Frosch, der im Wasser sitzt, das langsam erhitzt wird. Ne? Ja. Also man merkt genau, nicht, das, man gewöhnt sich dran und es geht immer weiter. Genau, und was hier eigentlich noch in der Reihe fehlt, aber ich glaube, wir hatten es in der letzten Sendung ja thematisiert, Frankreichs Umweltminister war das ja, glaube ich, der genau. Ja schon gesagt hat, 4 bis 4,5 Grad, da werden wir uns jetzt mal drauf vorbereiten. Also quasi schon die offizielle Stellungnahme aus Frankreich, wie er das dann wirklich meint und so weiter. Aber das sind ja diese Zahlenspiele. In der Psychologie gibt es, zumindest in der Verkaufspsychologie, gibt es ja diesen Effekt des Primings. Also das heißt, da gibt es so die goldene Verkäuferregel, dass du erstmal mit einem sehr hohen Preis reingehst, so hoppla, und dann ist der erstmal festgesetzt, dann sagst du, ah nee, doch nur die Hälfte. Und dann ist die Hälfte sozusagen nochmal viel, viel günstiger empfunden als der erste hohe Preis, den du mal in den Raum gestellt hast. Und so ein bisschen erinnert mich das, dass sozusagen dieses, wir bereiten uns mal auf 4-5 Grad vor, eigentlich schon ausgemacht ist, dass wir dann bei 2-3 oder so mal mindestens. Und dass das dann auch gar nicht mehr so schlimm wirkt im Vergleich zu diesen 4-5 Grad. Spannender Gedanke. So ein Bazar. Was ich übrigens interessant finde, gut, das ist jetzt auch mit meiner Fachrichtung, woher ich so ein bisschen komme, journalistisch, aber auf wen man viel gucken sollte vielleicht sind die Sachen auch intern oder unter Verschluss, aber welche Prognosen und welche Entscheidungen treffen die Militärs auf der Welt, also wie die US Army, weil die sind letztendlich die, das sind keine Politiker, die Leuten was versprechen oder sowas, das sind die, die dann sagen, okay, macht ihr, was ihr wollt, wir kaufen das Zeug, von dem wir denken, dass wir es brauchen werden, weil wir rechnen damit, dass es so kommt, wie es kommt. Ich glaube auch die amerikanische oder die US Military oder das ganze Konvolt da, die haben auch schon den Klimawandel als die größte Bedrohung und so weiter sehr klar benannt. Etwas, was auch wieder Leute, die nicht unbedingt im Risiko stehen, dass sie der verlängerte Arm von Greenpeace oder Fridays for Future sind. Ist so, Bundeswehr plant auch dafür, also 98 hat die Bundeswehr schon dafür geplant, für den ganzen Teil, da war es noch unter dem Maßgabe von Peak Oil. Dann gab es mehrere große Schriftenreihen zur Sicherheit, Aspekte von Klimaschutz für Sicherheit und so weiter, hatten wir auch schon mal besprochen. Also das sind definitive Bedrohungsszenarien, an denen man denkt, also mit den ganzen Sachen, die da in Kriegen, Konflikten, asymmetrische Kriege und so weiter, also sind ja eben alles Gründe für Auseinandersetzung da Thema sind. Und das Witzige ist, tatsächlich hat man ja, das Witzige ist nicht, aber das Spannende daran ist, vor 2 Jahren, glaube ich, hat man das auch im Sicherheitsrat eingebracht, als sollte man das als tatsächliche Bedrohungslage anerkennen, also im Sinne von, das ist ein Kriegsgrund und deswegen sollten wir versuchen, dagegen zu arbeiten. Sicherheitsrat muss da ja irgendwie einstimmig sein und China hat sich enthalten und Russland hat gesagt, nein, das erkennen wir nicht an. So, ne? Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Sicherheitsthema. Genau, und im Chat kam auch nochmal, um dieses Zahlengrad-Thema so ein bisschen abzuschließen, auch immer wichtig zu betonen, das sind globale Durchschnittswerte. Das bedeutet, dass an gewissen Gebieten und so weiter, wir haben gerade Kenia etc. gesehen, aber auch für Europa, zum Teil dann wesentlich höhere Gradzahlen dann angesetzt werden. Und auch das ist natürlich so leicht trügerisch, diesen globalen Durchschnittswert zu nehmen, weil es in verschiedenen Regionen natürlich unterschiedliche Auswirkungen hat. Das hat mit Wetter und Lufttemperatur schon was zu tun, aber das ist halt eben, liegt halt nicht so miteinander, dass man es so direkt verrechnen kann. Das ist ein ganz großes Missverständnis, haben wir in
Episode 1 ja sehr ausführlich erklärt. Ja. Genau. Ich habe kurz irgendwo so die Zahlen gelesen in den letzten Tagen. Ich glaube, für Westafrika waren 3, irgendwas Grad vorhergesagt und für den Norden Malis, glaube ich, 4,7 oder irgendwelche Zahlen, wo man schon denkt, okay, ich war noch nicht in Mali, aber ich kenne die Bilder aus Mali und das nochmal plus 5 Grad. Ja. Also, okay. Vielen Dank auch, genau. Danke, genau. Danke dafür. Und da kommt man dann wirklich an einen Punkt, wo wir dann nicht mehr darüber sprechen, so von wegen Dürren, sondern wo wirklich der menschliche Körper aussetzt. Also es da gibt es irgendwann. Haben wir gleich. Ganz super Artikel, den kann ich nur empfehlen. Der war in der Haaretz oder Haaretz, wie man sie auch ausspricht, diese große israelische Zeitung, wo es um die Perspektive auch für Israel geht, mit dem großartigen, mit der Überschrift, glaube ich, so, The ocean will be as hot as a jacuzzi. Und der ist hervorragend geschrieben. Das ist wirklich sehr guter Journalismus, der kein Blatt vom Mund nimmt, der alles basiert, alles mit Zitaten. Und sie haben auch sehr gute Wissenschaftler gefunden, die da reden. Es fängt, glaube ich, an mit dem Satz von einem der Experten, der sagt, ich bin einfach nur froh, dass ich da schon tot sein werde. Weil er dann halt sagt, in Israel, genau in der Region dort, wo er meint, da geht es dann darum, in Kombination mit der Luftfeuchtigkeit, erklärt ganz genau, was da die Hintergründe sind, wo er meint, nee, es wird kein menschliches Leben mehr für mehr als ein paar Stunden draußen möglich sein, 2100. Ein Ausfall von Klimaanlagen wird zum existenziellen Bedrohung, die wir uns nicht mehr leisten können. Also sowas, was man zum Teil schon in manchen Gebieten vom Iran hat, wo er halt einfach nur meint, es geht nicht darum, Leute verstehen den Klimawandel falsch. Leute denken, schmelzende Polkappen und die armen Eisbären sterben. Und er hat es formuliert, es geht darum, dass sich alles ändern wird. Die Luft, die wir atmen, wird anders sein. Das Wasser, das wir trinken, die Lebensmittel, die wir essen, die Kleidung, die unsere Kinder tragen werden, alles wird anders sein. Er ist zu alt für das. Das ist nichts mehr für ihn. Er ist froh, dass er vorher sterben wird. Lest den Artikel. Such mal Ocean as hot as a jacuzzi von der Haaretz. Super, danke dir. Das packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes. Also ich habe den Anreißer, den kenne ich. Also dieses Hot Acid Jacuzzi, stimmt. Ja, natürlich hat er komplett mit allem recht. Und es gibt auch dieses Phänomen der Wet Bulbs. Das heißt also, wenn du eine hohe Lufttemperatur hast plus dann eine gewisse Luftfeuchte, dann führt das dazu, dass Säugetiere, allen voran auch eben der Mensch, dann irgendwie Wärmeregulation nicht mehr betreiben kann. Also du kannst durch Schwitzen nicht mehr den Wärmeaustausch machen. Und dann bist du halt in kürzester Zeit einfach tot. So, ne? Das ist also genau das. Also das eine ist ja die normale Hitze und das andere ist dann, wenn auch Feuchtigkeit dazu kommt, dann kann das sogar nochmal extra gefährlich sein. Und das ist ein Phänomen, das hast du heute in Teilen zum Beispiel von Indien, hast du das heute auch schon. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und das ist eben etwas, wo wir dann auch sagen müssen, okay, all diese Punkte, die muss man sich vor Augen führen, damit man weiß, auf was läuft denn da die Gesellschaft zu. Okay, ich mache weiter. Genau, also wir hatten ja auch, wir hatten einmal dieses Thema. Ich glaube, das war in Episode 7 oder 8, wo wir berichtet haben von diesem einen ehemaligen NASA-Direktor, der zusammen mit anderen 14 renommierten Klimawissenschaftlern diese Entdeckung gemacht hat, dass wahrscheinlich viel mehr CO2 in der Atmosphäre ist als bisher bekannt. Und hat dann mehrere Gründe angeführt. So. Also es gibt auch einen Schwarzmarkt für fossile Energien tatsächlich. Es gibt auch teilweise halt eben Anlagen, die dann irgendwie jetzt so laufen, die dann gar nicht jemand so richtig auf dem Zettel hat. Und dann gibt es natürlich so Effekte, wie dann eben halt eben an diesen Kippelementen im Klimasystem zusammenhängen, dass dann natürliche Effekte dann eben dazukommen, die halt eben Treibhausgase emittieren. Und ein weiterer Punkt ist das hier, und das hatten wir auch schon mal erzählt, nämlich Schlupf, sogenannte Superemitters. Bedeutet dort, wo fossiltechnische Anlagen betrieben werden, sei es jetzt Öl, aber insbesondere Methan, dass dort tatsächlich Methangas entfleucht. Das hast du im Nahen Osten, hast du es tatsächlich ganz viele und aber auch in den Staaten. Und da, also das ist dann auch nicht wenig. Also die Firmen hätten sogar einen Anreiz, das hat man auch durchgerechnet, die hätten sogar einen Anreiz dafür, das zu stopfen. Es gibt aber einen Grund, warum sie das nicht tun, auf den komme ich gleich. Aber diese eine Anlage zum Beispiel emittiert, ohne dass sie das eigentlich will, sondern nur durch Verluste so viel wie 67 Millionen Autos. Es ist also wirklich, wirklich viel, was da an Gas einfach entweicht.
ohne dass es irgendwie verbrannt oder genutzt wird, so, sondern hat da einfach eine Blase angeschlossen. Man nimmt halt einiges davon ab, das schleust man halt eben in den globalen Ressourcenstrom ein. Und weil dann irgendwie da Anlagen teilweise nicht dicht sind oder sich auch nicht wirklich komplett so immer ganz hermetisch betreiben lassen, so hast du eben an den Stellen dann Schlupf. Führt dazu, dass da einige Städte, und Fracking hat das Ganze natürlich nochmal irgendwie auf Crack gebracht, so, dass es da eben ganze Ortschaften gibt, das kennt ihr auch, wo du das eben den Wasserhahn anzünden kannst, so, weil da eben zusammen mit dem Wasser halt so viel Treibstoff mit rauskommt oder halt irgendwie dann eben auch mal eine Flamme dann irgendwie so zu sehen ist und so weiter und die Leute sich dann teilweise eben auch vergiften. So. Und in der Nähe dieser Super-Emitter, da gab es jetzt halt eine ganze Reihe von Zeitungsartikeln, gibt es dann eben auch diese Reaktion der Bevölkerung drauf. Und wenn man da mal drauf schaut, so sieht das momentan aus. Das sind all die bekannten Fälle. Die Größe des Kreises zeigt, wie massiv dieser Schlupf, dieses Leakage ist von Methan. Die Claudia Kempfert geht in Schockwellen auch drauf ein und erzählt es auch irgendwie in diesem Interview mit Thilo Jung. Das ist also nicht ohne. Und das ist ja alles, was das könnte man auch verbrennen, das ist nur Verlust, also das ist gleich doppelt schade, ne? Weil wenn es verbrannt werden würde, wäre schon schlimmer, aber das ist einfach nur Nachlässigkeit oder weil es halt sich einfach auch nicht anders betreiben lässt. Das ist die Realität, in der wir drin sind. Aber was würde das letztendlich, also wie löst man das? Ja, also das, du hast ja, man hat ja Fracking mal, also wie gesagt, einiges davon sind halt eben reguläre Anlagen und anderes davon ist eben Fracking, was eben auch kleinere Anlagen sein können oder wo sich dann ein paar Leute zusammengeschlossen haben und dann, also stößt ja nicht einfach nur einen Stab in die Erde und dann hast du so ein Gasfeld und das ist es ja nicht. Aber es gibt da halt eben auch ein paar Akteure, die auch ein bisschen neuer da drin sind und sich dann um Anlagensicherheit auch jetzt nicht ganz so sehr scheren, weil man damals aus geostrategischen Gründen unbedingt von internationalen Rohstoffmarkt eben ein bisschen unabhängiger werden wollte. Insgesamt, das ist ein Obama-Projekt, hat man dem Fracking erlaubt und da eben auch jetzt die Sicherheitsvariablen auch nicht so hoch gesetzt. Und die Nachfolgeregierung Trump hat es dann auch noch mal ein bisschen dran gedreht. Und das bedeutet, dass du dann eben auch diese nachlässigen Anlagen hast. Du könntest jetzt investieren und dann diesen Schlupf versuchen zu verhindern. Das würde sich auch rechnen, weil du hast mehr Ausbringungsmenge, was du ja an den Markt bringen kannst. Aber die gesamte fossile Industrie geht eigentlich davon aus, dass sie in Bälde einfach abgeschaltet wird. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie jetzt momentan so viel Exploration betreibt und auch so viele Fahrtabhängigkeiten ransteckt, um noch jedes Jahr und auch den Preis hochtreibt, um noch weiter möglichst jedes Jahr das noch weiter zu erhöhen. Weil in dem Moment, wenn du den Stecker ziehst und sagst, fossile Industrie, jetzt ist vorbei, jetzt ist das Spiel aus, dann werden die als nächstes die Hand aufhalten und sagen, dafür hätten wir eine Kompensation. Und die Kompensation, die richtet sich dann eben sehr häufig danach, was hast du denn jetzt gerade verdient und so weiter, was ist denn dein entgangener Gewinn? So, das heißt, das ist wirklich so ein grab your shit and run. Man rast noch wirklich so auf das Letzte zu. Deswegen kümmert man sich auch nicht darum, dass diese Anlage jetzt noch in 5 Jahre sauber betrieben werden kann, sondern zieht einfach das raus, was es gerade so geht. Und in dem Moment, wenn irgendeiner auf den Knopf drückt, dann wird man dann irgendwann das Ganze abschalten und sich dann das aber dann auch bezahlen lassen. Aber haben wir hier eine Büchse der Pandora oder kann man das schließen, technisch auch? Ja, also du könntest jetzt ein Gesetz erlassen, wenn du das jetzt irgendwie wolltest als Biden und sagen, nee, also das sind jetzt halt eben technische Regulierungsstandards, so an dieser Stelle müsst ihr halt eben folgende Sachen, du könntest halt irgendwie Inspektoren losschicken, also du könntest ja eine ganze Menge Sachen machen, du könntest auch ein No-Leakage-Law-Act machen oder so und sagen, so das darf halt nicht sein und so, du könntest ja eine ganze Menge machen, aber diese ganzen Probleme, die sind ja nicht neu, ne? Also das ist etwas, das wissen wir so seit 7, 8 Jahren, dass es das gibt. Dieses Ausmaß ist jetzt nochmal bekannt geworden. Aber das Problem ist, das, was imitiert wird durch normale Verbrennung, ist ja noch viel größer. So, ne? Also das, was jetzt eben so durch unseren in chemischen Produkten oder hier meine Heizung läuft auch mit Gas. So, ne? Also das, was hier so verbrannt wird, das ist ja das eigentliche Problem, dass wir auch Leakage haben, ist schon schlimm und so weiter, so, aber das ist halt, das andere, es wär besser, überhaupt fossile langsamer abzubauen. So. Ja. So, Pyro 10, das geht so ein bisschen auf das, was ihr gerade hattet. Hier wird ein neuer Begriff eingeführt. Ich habe diesen alten Artikel nochmal wiedergenommen, weil der passt ganz gut, denn ich glaube, wir werden ähnliche Artikel jetzt bald wieder sehen. Ne? Also wo Vögel quasi fast verbrannt im Wind vom Himmel fallen, dehydriert, das ist die Lage und Situation in Indien. Und das, was Konstantin gerade eben erwähnt hat, das ist natürlich auch da
der Fall. Ne? Also tagsüber ist das Leben da kaum mehr möglich in der Heißzeit und dann irgendwie nachts kannst du dann bei hoher Luftfeuchtigkeit kaum wirklich mehr leben, schlafen und so weiter. Und das ist ja alles noch unter El Niño. Ne? Also wir laufen jetzt ja auf El Niño zu, also sprich, wir sind ja auch von Wettereffekten, die so in Phasen verlaufen, unterliegen wir denen ja auch. Und jetzt kommen wir halt aus einer Zeit, die halt eher ein bisschen kühler war, wieder in eine, wo es eher ein bisschen heißer wird, was halt eben auch viele Erdteile betrifft. Und dazu passt das hier, die bieten einen neuen Begriff an, anstatt Kapitolozän oder Anthropozän, sagen sie eben Pyrozän, denn das, was wir haben, ist natürlich auch sehr viele Feuer, Waldbrände und so weiter. Man erinnert sich an letztes Jahr, da sind halt auch mehrere Dutzend Milliarden verbrannt, nur hier in Deutschland. Man erinnert sich an 2020, kurz vor dem Covid-Ausbruch, wo tatsächlich halb Australien gebrannt hat. Das ist halt eben auch ein Teil von, das ist die Nachrichtenlage vom letzten Jahr und wir werden diese Artikel auch in den kommenden Wochen, Monaten sehen. Und dann können wir die Verbindung wieder machen zu dem, was wir jetzt gestern im Synthesebericht bei der IPCC gelesen haben. Ne? Also wir werden uns wieder diese ganzen Geschichten erzählen und dann stellst du wieder die richtige Frage, nämlich dieses, was machen wir jetzt damit? Genau, und dazu passt auch die Meldung vom 19. März diesen Jahres. Brandenburgs erster größerer Waldbrand des Jahres ist gelöscht. 5000 Quadratmeter in Spree-Neiße. Also so viel auch zum Thema nicht bei uns. Ja. Das halt im März. Und der März war jetzt nicht super hot, sondern hier haben wir ja noch die Folgen des trockenen, der trockenen Vorjahre. In Brandenburg haben wir sowieso dieses Wasserproblem und so weiter. Da ist auch gut, wenn man nochmal eine Tesla-Fabrik hinbaut, die nochmal zusätzlich Wasser braucht, etc. Das sind solche kleinen Meldungen, die es halt letztendlich da so ein bisschen in den Gesamtkontext des Pyrozäns zu setzen gibt. Da bringt das, das ist so geil, weil du hast nämlich ja genau den Punkt, weil nämlich wo war es heiß? In Spanien. Wir hatten das, kurz vor Weihnachten hatten wir es in Amerika, irgendwo Buffalo, die Ecke oder so, da sind die Leute morgens aus dem Haus raus bei Plusgraden und nachmittags hatte das teilweise minus 40 Grad. So eine Kapriole hat es da gegeben, wo Leute gestorben sind im Wind, ne? Also wirklich erfroren sind. Und nicht ganz so krass, weil wir haben es hier, Golfstrom sei Dank, solange er noch da ist, auch mit Kapriolen zu tun, die aber nicht so krass sind. Aber das ist trotzdem krass, weil das hier war Anfang März auf Mallorca, wo man erst meterhoch Schnee hatte mit minus 16 Grad und dann kurz danach waren wir dann bei über 30 Grad im März. Ein neuer Hitzerekord selbst für Spanien. Und so. Also wir laufen wirklich mit großen Schritten drauf zu. Frankreich jetzt ja über 30 Tage nicht geregnet. Hier, ich musste jetzt auch schon Rasen sprengen und so. Das geht halt alles jetzt genau in diese Richtung. Genauso wie das hier, so Dürre im Winter. Was los mit Trockenheit und so? Das ist halt genau das. Wir laufen also jetzt auch schon auf die wieder mal weiteres Dürrejahr zu. Die Ernten für dieses Jahr sind jetzt schon gefährdet. Aber da können wir ja dankbar sein, dass die FDP auch dieses Beschleunigungsverfahren anschiebt, weil dadurch können wir ja den Rhein jetzt tiefer ausgraben. Ja, endlich. Damit da auch wieder mehr Schiffstransport stattfinden kann mit Dieseltankern. Genau, und Kohletransporte, ja, das ist großartig. Ja, und das hier, das sollte uns zu denken geben. Das passt total oft im Prinzip alles, was Konstantin schon gesagt hat, so, aber hier hat man jetzt etwas, mit dem man arbeiten kann. Wir wissen seit Jahren, also seit Anfang der 2000er Wasser wird das Thema werden. Seit Anfang der 2000er höre ich mir von Leuten an, hey, das sollte man irgendwie im Derivat packen. Darauf kann man bestimmt gut irgendwie Handel treiben und Wasseraktien und dies, das und so weiter. Diese ganze Perversion, die in dieser Marktlogik drinsteckt, die hat halt, das ist auf seine eigene Art zynisch. Auf der anderen Art sind wir an diesem Punkt so ein bisschen vorbei und sind jetzt schon in der Katastrophe drin, nämlich und das ist jetzt auch gar nicht ungewöhnlich, wenn man sich halt eben anschaut, wo ist denn Süßwasser tatsächlich gesammelt. 2030 werden wir möglicherweise halt tatsächlich schon Shortage haben mit Süßwasser auf einem globalen
Scale. Das bedeutet natürlich für reiche Industrienationen, dass die möglicherweise dann irgendwie durch Geld, durch halt irgendwie Anlagen, durch Versorgung, dadurch, dass sie halt in anderen Regionen leben, es vielleicht nicht ganz so hart trifft, aber auch uns wird es hier treffen, tut es ja auch schon. Aber das ist genau das, was Konstantin gerade eben erwähnt hat, mit von wegen so, naja, die Leute werden sich ja dann nicht zum Verdorren da hinsetzen, sondern da wird dann eine ganze Menge passieren. Hier geht es dann wirklich um was, ne? Also du kannst halt ein bisschen länger mit Hunger überleben, aber ohne Wasser halt nicht. Abgesehen davon, dass die ganze Vegetation drumherum dann irgendwann tot ist und dann auch nichts mehr wächst. Wenn es erstmal tief genug durchgetrocknet ist, dann ist vorbei. Dann hast du da einfach nur noch Staub. Da die Frage nochmal an Konstantin, weil du ja aus Kenia berichtet hast, so 3 Jahre in Folge. Weißt du, wie sozusagen die Situation vorher war? Also war das sowieso schon immer eine Region, die super knapp war? Oder war das ähnlich? Das Phänomen haben wir gerade in der irakischen Gegend, also diese Fruchtbarkeits-, weiß gar nicht, es ist Euphrat-Tigris-Region, die ja auch gerade massiv austrocknet. Also weißt du, wie da auch die Zusammenhänge in Kenia vorher waren? Also ist das eher so ein krasses Ding oder waren das schon grundsätzliche trockene Gebiete? Also es waren durchaus immer schon trockene Gebiete, gerade so Grenzgebiet zu Somalia. Aber eben die Menschen hatten sich darauf eingestellt, sie kannten ihre Wasserquellen, sie hatten ihre Herden. Das ist natürlich eine sehr, sehr wie heißt das nochmal, pastoral, also auch so Herdewirtschaft spezialisierte Menschen und Stämme und Stammesverbände. Aber das war dann auch ganz interessant, wo man es gesehen hat, so dieses Dorf, wo wir waren, das war dann so, das war schon ausgestorben, aber wenn man dann nochmal reinschaut, das, wo wir ganz am Ende sind, da war es nochmal ein Level drüber, weil davor war es halt irgendwie so verdorrter Busch und Halbwüste, aber dann hat man wirklich so gesehen, man fährt rein und da wird es dann komplett wüstig. Da ist dann auch wirklich Sand auf dem Boden. Es gibt noch ein paar Wasserquellen, die dann versalzen mit der Zeit. Wasser war immer knapp, aber dann gab es halt irgendwann gar keins mehr. Ja, und jetzt schauen wir mal auf das, wenn ihr euch erinnert, das passt perfekt, wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja neulich diesen einen Schwerpunkt-Thema Wasser gehabt, wo wir dann auch auf diese eine Petition eingegangen sind. Und hier etwas, wie man in Deutschland dieser ganzen Wassersituation Herr werden will. Also Umweltministerin sagt dann halt, ja, wir bauen dann halt Pipelines. So, ne, also jetzt nicht so gesagt, aber Fernleitung soll dann helfen, um nasse Gebiete irgendwie damit dann die trockenen Gebiete zu versorgen und so. Das ist so ein bisschen auch ein bisschen Opium und ein bisschen tatsächlich ja auch total sinnvoll. Also man muss ja was tun. Die Frage ist nur, wird am Ende dann wirklich alles dann mit Frischwasser zukünftig versorgt werden, dass es braucht, oder wird man dann irgendwann wieder schauen müssen, wie man mit dem knappen Gut da noch handelt. Ihr wisst ja selber, wir haben letztes Jahr 20% aller Gletscher in Deutschland verloren und auch unsere Grundwassersituation ändert sich. Das heißt, das wird irgendwann was sein, wo man sagen muss, okay, gut, jetzt muss man irgendwie priorisieren. Und was wir nämlich dann in dieser letzten Sendung dann irgendwie dazu hatten, war ja auch, dass wir erzählt haben, dass da diese neue nationale Wasserstrategie definiert werden soll. Und das Witzige hier, Korrektiv hatte vorher schon reingucken können, was gab es da zu sehen? Naja, hier, schaut mal, Deutschland sieht halt schlimmen Dürren entgegen und so weiter, und deswegen soll auf Konzerne, auf Landwirtschaft große Veränderungen zukommen, weil die einen das halt eben massiv verschmutzen und die anderen dann meist zum sehr geringen Preis teilweise umsonst verbrauchen, und das können wir uns einfach nicht leisten. Das heißt, wir müssen dann irgendwie daran was ändern. Deswegen wurde über Gebühren und Auflagen gesprochen und so weiter. Und alle haben gesagt so, ja, vielleicht wird das was. Und parallel haben wir ja diese große Petition auch da gehabt und so weiter. Und das war auch gut, beziehungsweise am Ende war es dann nicht gut, weil was ist rausgekommen? Ja, final dann leider doch nicht so, ne? Also es fällt dann doch deutlich schwächer aus als ursprünglich gedacht. Also Industrie kriegt jetzt doch ein paar mehr Rechte und weniger Pflichten. Man soll dann eben da, wo man umsonst Grundwasser entnehmen kann, das soll dokumentiert werden und so. Man muss halt schauen nach Nutzungsprioritäten und so. Also hier sieht man dann ein bisschen
nicht Feigheit vor dem Feind, aber so ein bisschen Angst davor, was, wie wird das denn ausgewertet, wie wird es denn geframed, wenn man sich dann hier doch durchsetzt. Also nachdem wir jetzt ja auch hier den letzten, glaube ich, 5 Sendungen immer wieder das Thema Wasser in Deutschland hatten und Dürre in Deutschland und Dürre in Bayern und Dürre hier, Dürre da und Wasser führt Rhein führt kein Wasser mehr und so. Oder halt irgendwie, du darfst jetzt da kein Wasser mehr sprengen und in Brandenburg wird es rationiert und so weiter. Also all diese Sachen. Und dann bist du an dem Punkt, wo du nach mehreren Jahren mal wieder einen Legislativakt hast und dann sagst, okay, wir fangen jetzt an, uns hier da was zu machen. Wir wollen für die Zukunft gerüstet sein. Und dann machst du das genau nicht. Da muss man sich dann fragen, ob die den Schuss noch gehört haben. Weil du hast einerseits dieses, dass du sagst, okay, hier hätte ich die Chance gehabt, das ja vernünftig jetzt irgendwie einzufangen politisch. Hab's nicht gemacht und gebe gleichzeitig raus. Aber übrigens, wenn du am Verdursten bist, ich baue dir eine Pipeline. So, das ist ein Problem. Und um das nochmal abzurunden, das passt nämlich perfekt zu dem, was Patrick gerade gesagt hat, dieses Tesla war von Anfang an klar, dass wenn sie da in diesem Gebiet bauen, dass sie wahrscheinlich ein Problem kriegen mit Brauchwasser und so weiter, also dass sie nicht genügend Frischwasser haben. Und deswegen hat man den Leuten in Brandenburg ja gesagt, tut mir leid, wenn ihr euch jetzt selber mit Wasser versorgen wollt in der unmittelbaren Umgebung, ihr dürft nur 100 Liter gebrauchen, weil der Rest muss leider Tesla haben. Und dann schreibt dann hier der brandenburgische Ministerpräsident schreibt dann dem Tesla- und Twitter-Chef dann hier dieses von wegen, ja, auf jeden Fall, wir, also du kannst ausbauen und so weiter, du kriegst das alles hin, Wasserversorgung machen wir alles und so weiter. Und die Annika, die framet das hier richtig, weil sie dann eben sagt von wegen so, naja, das ist eigentlich ins Blaue hinein versprochen, weil das Wasserproblem, das lässt sich jetzt nicht so richtig lösen und so weiter. Und was er ja gerade macht, ist dem Subsidy Raider, so, der, wo ich mich immer noch frage, ob er überhaupt vorhat, diese Fabrik überhaupt zu betreiben, dort jetzt halt Wasser in die nackte Hand zu versprechen, das er nicht hat und was er vorher den Bürgern wegnehmen muss. Also das ist schon krass, wenn man diese Sachen nebeneinander hält, welche Art von Politik und Nichtpolitik da betrieben wird. An der Stelle ist es nochmal wichtig zu erwähnen, da fällt mir immer wieder der Satz ein, den Human öfters mal fallen lässt, don't hate the player, hate the game. Weil natürlich der Ministerpräsident von Brandenburg, das ist nämlich ein super Beispiel wieder, nicht nur für konkurrierende Nationalstaaten, sondern von konkurrierenden Bundesländern. Und wo ja jetzt schon auch wieder das Hickhack rumgeht mit Länderfinanzausgleich und so weiter, Bayern motzt rum, dass sie Geld abführen nach da und da. Nein, das ist diese Funktionslogik, die wir hier verbreiten. Und das führt dazu, dass der Ministerpräsident alles daran setzt, dass ein großer Konzern sich in seinem Bundesland niederlässt, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Wirtschaftskraft zu schaffen, damit er im Konkurrenzverhältnis zu allen anderen Bundesländern sagen kann, ja, aber Brandenburg ist doch super und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen nicht nur die Persona Woidke, sondern es ist das Prinzip, was dahinter steht, was wir dringend hinterfragen müssen, weil dieses Prinzip führt zu diesen bizarren Ausformungen. Sehr gut. So, dann haben wir das hier. Patrick, dazu wolltest du uns was erzählen. Dazu wollte ich was erzählen, muss mal kurz gucken. Ja, Anna Schneider ist vielleicht tatsächlich dem einen oder anderen bekannt, die Chefreporterin Freiheit der Welt, wie sie sich selber nennt oder von ihrem Haus benannt wird, fällt ja immer auf. Kurze Frage, was ist Chefreporterin Freiheit? Das ist die Position, die Stellenbeschreibung. Also Freiheit. Im Ernst jetzt. Ja, also sie heißt. So heißt sie. Das ist also der sie ist der neoliberale Agitator der Welt. Wie so ein Kettenhund bläht sie halt in Social Media halt eben so Freiheitsthemen oder das, was sie dafür hält. So. Das ist eine Kategorie. Ernsthaft, das ist ein Ressort. Also das ist eine Welt, also von der Welt selbst. Das ist jetzt kein, dass man sie von außen so nennt, sie hat sich selber so benannt. Oder die Welt. Mach weiter, alles gut. Ja. Also sie hat ja auch dieses Bestsellerbuch geschrieben, Die Freiheit beginnt beim Ich. Also Bestseller hat sich wirklich gut verkauft anscheinend, aber wenig Substanz sozusagen hinter ihren philosophischen Abhandlungen rund um Freiheit, was nichts anderes ist bei ihr wie ich darf machen, was ich will, so ungefähr. Und alles, was dagegen spricht, ist sozusagen freiheitsgefährdend. Auf jeden Fall ist diese gute Dame schon auf Twitter sehr häufig durch eben sehr kontroverse Tweets und so weiter auch, wie es halt so üblich ist, auch das haben wir ja mal angerissen, in, glaube ich, Episode 2 war es, wo es darum geht, wie gewisse Teile des Medienbetriebes
nicht nur ein Geschäftsmodell darin sehen, eben diese Kontroversen vom Zaun zu brechen, sondern auch ein Ulf Poschert, ich kenne jetzt seine genaue Betitelung bei der Welt nicht, aber es ist, wir alle wissen, er hat eine hohe Funktion, ich glaube Chefredakteur, der ja selber mal wortwörtlich in einem Interview gesagt hat, dass sozusagen seine Arbeit auch darin besteht, über diese kontroversen Tweets eine progressive Linke sozusagen ihre Kräfte zu binden. Also, dass sie sich nur noch damit beschäftigen, was er sozusagen sagt, sich darüber zu empören. Und gleichzeitig ist es natürlich dann ein Win-Win letztendlich, weil das sorgt dann für Klicks, für Reichweite und letztendlich für ein paar Geldströme in Richtung seines Verlagshauses. Und auch das ist sozusagen ja keine, das hat er selber gesagt, das ist sozusagen belegt. Das ist jetzt nichts, was man ihm unterstellt, sondern es war seine eigene Aussage in einem Interview. Und so reiht sich das eben auch ein, die Tätigkeit von Anna Schneider, die natürlich da mit drin ist. Und jetzt kommt aber das Ding, sie konnte bisher wirken und tun, wie sie wollte auf Twitter, wurde dann geblockt und so weiter, aber nicht von Twitter sozusagen dem Dienst, sondern von den ganzen Userinnen und Usern. Aber sie hat jetzt auch angefangen, auf LinkedIn zu publizieren, also ihre gleichen steilen Thesen. Und da hat tatsächlich das allererste Mal LinkedIn als Plattform durchgegriffen und tatsächlich aufgrund von ausgewiesener Desinformation ihre Beiträge sozusagen aus der Plattform gelöscht. Und dazu gab es dann von Stefan Lohmann hier einen Beitrag, dass eben Beleidigung, Fake News sozusagen von Publikationen wie die Welt und die Wirtschaftswoche, das sind ja jetzt auch keine, sage ich mal, das ist ja noch nicht mal, es ist zwar Springer so, also die Welt, ich weiß gar nicht, wo die Wirtschaftswoche angedockt ist, aber es ist jetzt noch niemals das Niveau, sage ich mal, Bildzeitung oder Kölner Express oder sowas. Das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass eine Wirtschaftswoche oder Welt, dass das sozusagen auf LinkedIn jetzt auch geahndet wird. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger und guter Schritt, dass das passiert ist. Und das habe ich tatsächlich so ein bisschen gefeiert. Weil ja unter anderem auch der Club of Rome nochmal da der Hinweis war, ja eine große Forderung des Club of Rome zu sagen, wir müssen Desinformation stärker ahnden, weil Desinformation führt einfach zu einer absoluten Entschleunigung von Maßnahmen in diesem Bereich, führt dazu, dass Konflikte noch weiter verschärft werden, gegeneinander die Leute aufgehetzt werden und so weiter. Und hier hat wirklich mal eine Plattform wie LinkedIn, und das ist ja jetzt auch kein antikapitalistische Plattform, sondern es ist eine Microsoft-Plattform, die sozusagen hier durchgegriffen hat und diesen Post vom Netz genommen hat oder von ihrem Netzwerk. Fand ich gut. Ja, ist total ein wichtiges Beispiel und zeigt eben auch, dass es natürlich Systemkräfte gibt, die halt irgendwie in Logik des Systems dann irgendwie auch darüber diskutieren, nach dem Motto, naja, bisher hat das ja immer so funktioniert, muss auch weiterhin so funktionieren und dann mit diesen neuen Gegebenheiten einfach noch nicht wirklich umgehen können. Und dann eben auch, also Wirtschaftswoche, ich lese die Wirtschaftswoche jetzt seit 99 und unter Christoph Baron war das schon schwierig, unter Tichy war das richtig schwierig, weil die Texte dann wirklich extrem politisch waren und danach wurde es dann nicht viel besser. Ich erinnere mich noch, 2018 hatten die mal einen Bericht, wo sie gesagt haben, naja, eigentlich sollte man Demokratie schonen in Deutschland, ein bisschen weniger so, weil dann geht es der Wirtschaft besser so. Ne? Also die haben da teilweise echt die Schraube locker und das ist natürlich jetzt, wo es jetzt ans Eingemachte geht und man irgendwie merkt, ja okay, wir müssen irgendwie uns weiterentwickeln, so merkt man dann eben auch, dass es dann schriller wird und dass auch die Leute schriller werden. So, ne? Also insofern ist das eine schöne Entwicklung, dass man da eben auch jetzt stärker auf den Plattformen drauf guckt und da auch Verantwortung übernimmt. Noch eine kurze Bemerkung nochmal zu Anna Schneider. Also nochmal, der konkrete Anlass war tatsächlich Desinformation im Zusammenhang mit Klimawandel, weil sie letztendlich gesagt hat, es ist ja alles nicht so schlimm, das wird sozusagen alles aufgebauscht und so weiter und so fort. Fun Fact, das hat sie wortwörtlich mehr oder weniger und nochmal ein bisschen ausführlicher bei Maischberger schon zum Besten zu geben und nicht als Gast, sondern als flankierende Journalistin, die so in dieser festen Journalismusrunde war und es wurde nicht hinterfragt oder widersprochen, sondern im Gegenteil, am nächsten Tag wurde das noch vom Maischberger Twitter-Kanal nochmal reproduziert und zwar unkritisch, dieser Ausschnitt. Und da zeigt man eben nochmal,
wo man so ein bisschen mehr Sorgfalt, also da wird es bei mir so alarmglockenmäßig, wenn sozusagen eine kommerzielle Plattform wie LinkedIn hier durchgreift und auf der anderen Seite in einem öffentlich-rechtlichen Angebot wie bei Maischberger sowas dann noch zusätzlich kolportiert wird auf Twitter, damit man selber wiederum so ein bisschen von den Klicks und so weiter profitiert. Das ist natürlich schade. Vorletzte Folge vom Wirtschaftsbriefing, ich glaube Nummer 37, wo ich bei Jung und Naiv hier bei Maurice unterwegs war, da haben wir auch so ein Beispiel, wo so eine Talksendung komplett havariert und genau diesen Bereich verlässt, kann man sich auch nochmal ansehen, weil das werden wir zukünftig häufiger sehen und wir müssen einen anderen Umgang mitfinden. Das ist die Feldenkirchen-Geschichte. Ja, genau. So, dann hier passend dazu, das geht jetzt auch ein bisschen schneller, weil es ein bisschen humorig ist, rettet den Verbrenner. So, ne? Retten, das tue ich natürlich, das, was lebt, ne? Fleisch von meinem Fleisch. Ja, ich rette den Verbrenner, weil er sonst stirbt. Er wird ermordet, so, ne? Und das natürlich, sag mal, lustig, weil dann weiß er genau, das gibt dann Klicks und es gibt dann Leute, die sagen, ja, weißt du genau und so weiter, als ob man den jetzt irgendwie umbringen oder jagen würde und so. Und dann bringst du den einfach nochmal. Zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später. Mit neuer Frisur und jetzt auch irgendwie nach dem Coming Out und so. Also da wird jetzt einfach das Ganze nochmal dann wieder durchgezogen. Also es ist nicht derselbe Text, so, ne? Und der Anreißer selber hat nochmal ein bisschen anderen Frame dahinter und so. Aber da merkt man gleich, genauso wenn man das dann auch eben sieht, dass der Wirtschaftsredakteur dann sagt, so Klimaschutzgesetz muss weg und so. Und dann im Text steht dann sowas drin, ja, es muss sich halt irgendwie mehr grünes Wachstum, bla, und so. Also das hat dann auch wirklich, deswegen läuft das auch immer unter Meinung, weil dann kommt man da nicht in Entanglements rein nach dem Motto, man würde jetzt irgendwie so falsch berichten und so. Aber das ist etwas, was dann Leute im aufgeklärten Nachrichtenmagazin lesen und gleichzeitig schreiben sie dann Spargel-Inquisition der grünen Sekte und so. Ne? Also da steckt schon was dahinter, wenn man das halt eben so gesamthaft sieht, dass man irgendwie auch Lust hat, den Diskurs an einer bestimmten Stelle halt eher so ein bisschen kontra aufzubauen und sei es halt eben auch, wenn man keine Argumente hat, entweder A mit sehr viel Meinung oder eben auch mit Desinformation. Und jetzt kommen wir nämlich in so ein kleines Staccato rein. Das hatten wir nämlich gesehen. Volker Wissing, das hatte ich ja beim letzten Mal sehr lange ausdiskutiert, dieses hat ja sein Aus für den Verbrenner, das Aus für den Verbrenner ein Veto eingelegt und so weiter. Und heute kam dann nochmal ein Kompromiss, dann nochmal gewetot. Wir kommen gleich noch drauf, warum und was jetzt der letzte Schritt ist und so, aber das fand ich halt eben spannend, wo dann andere Leute im Europäischen Parlament aus seinem, die sind ja auch so in Fraktionen organisiert, also die ganzen Liberalen schließen sich aus den verschiedenen Ländern dann quasi zu der liberalen Strömung zusammen. Die anderen aus dieser Fraktion sagen, Alter, ihr haltet hier alles auf, macht das mal nicht. So, und weil sie sich Gehör verschaffen will, spricht die schwedische Kollegin dann auf Deutsch, damit sie dann halt irgendwie gehört wird. Nicht? Also noch klarer kannst du so eine Klatsche nicht verteilen nach dem Motto so, okay, ihr habt hier im Prinzip alle gegen euch, die gesamte Staatengemeinschaft, die hier versammelt ist, die ist sich da eigentlich weitestgehend oder die ist sich da einig und ihr haltet das Ganze auf. Und die Replik da drauf in dem Umfeld ist dann halt dieses Gewäsch, was in ihr kommt, ne? Für Innovation, Technologieoffenheit. Der Smiley dahinter ist schon beinahe etwas, wo der Zynismus daraus tritt. Also man kann das ja so verstehen und man kann jetzt Sachen reininterpretieren und so. Aber das ist schon etwas so hier, ne? Ihr wisst ja schon und so. Und dann eben alles, was danach kommt, dieses, was mit E-Fuels ist und dass das Blödsinn ist, das haben wir nun auch ja zu Genüge durchdiskutiert hier. Das zeigt nochmal ein komplettes Verweigern gegenüber der Realität. Mir ist dazu jetzt vorhin ein Gleichnis eingefallen. Stell dir mal vor, Volker Wissing würde sagen, wisst ihr was, wir sollten Schulmilch zukünftig mit Blei versetzen. Es ist wichtig, dass Schulmilch mit Blei versetzt wird, denn die sind Ballaststoffe und erwiesenermaßen, ich habe hier eine Studie, zeigt ihr auch, dass für Kinder Blei sehr gut ist, gerade im Wachstum. Das stärkt die Knochen, das macht sie stärker und bereitet sie auch auf die Schwere des Alltags vor. Auch gegen Strahlung wird man dadurch besser abgeschirmt. Und im Übrigen, ich habe auch diese Umfrage gemacht und von 1000 Mitgliedern, die wir gefragt haben, haben 900 gesagt, dass sie total begrüßen würden, dass wir Schulmilch mit Blei versetzen. So, und übrigens, auch die Bleiindustrie findet das sehr gut, begrüßt das. Und wir wissen, das rettet Arbeitsplätze und Soziales
was Arbeit schafft. So, also so oder so ähnlich würde er das dann erzählen. Was würden wir dann sagen? Wir würden doch nicht sagen, so, ja, Volker, mach mal. Wir würden das sagen, wir würden mit Schimpf und Schande vom Hof jagen. Das würde doch ein Skandal nach dem anderen geben, weil wir genau wissen, in 20 Jahren haben dann die Leute dann irgendwie mit schweren Vergiftungen und Entwicklungsschäden zu kämpfen. Also, jetzt kann man natürlich sagen, Jens, das hinkt total. Aber in 20 Jahren werden unsere Kinder echt eine scheiß Zukunft haben, weil uns irgendwie das, dieses Gewäsch und dann halt eben, er ist ja nicht alleine und er ist jetzt nicht der alleine Ursache und so weiter. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben hier jemanden, der komplett an der Realität vorbei seinen eigenen Stiefel so fährt, natürlich halt irgendwie abgestimmt mit dem Rest seiner Partei und den Leuten, für die sie arbeiten und so. Also das ist alles nicht der Punkt. Aber dass wir das einfach so abrotschern nach dem Motto so, ja, mach mal, Volker, das ist schon krass, ne? Also, dass diese Zusammenhänge da nicht gesehen werden. Ich glaube, wenn mehr Leuten bewusst wäre, was das für Folgen hat in 20 Jahren, dass wir jetzt keine wirksame Klimapolitik betreiben, das müsste man einfach anders mal verdeutlichen. Dann, glaube ich, käme man auch auf eine andere Reaktion auf sowas, weil das schon beinahe frech ist, so, ne? Also dieses, auch wie er dann eben wieder damit umgeht. Und dazu, ja, bitte? Also da nochmal als Beispiel, weil wir haben ja vorhin mit Konstantin darüber diskutiert, wie ist sozusagen die Medienberichterstattung. Jetzt mal ein Beispiel dafür, für etwas, was sozusagen noch ein bisschen den Mangel aufzeigt, aber auch schon eine gewisse Verbesserung. Da ist E-Fuel ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir alle erinnern uns an den Bundestagswahlkampf. Da ist sozusagen in diesen Talkrunden mit diesen Spitzenpolitikerinnen und so weiter der Begriff E-Fuel ja immer gefallen. Nur da hat niemand Fragen gestellt dazu. Also das wurde sozusagen so hingenommen als die goldene Technologie, die uns alle irgendwie rettet. So. Und jetzt aber im Zuge sozusagen dieser Blockade und so weiter, wurde jetzt wirklich mal journalistisch angefangen zu arbeiten zu dem Thema und es wirklich mal kritisch hinterfragt. Also das heißt, man sieht hier wirklich sehr gut beide Seiten. Also man sieht sozusagen, wie die Dinge vorher in den Raum gestellt wurden, zu einer Zeit, wo es aber notwendig gewesen wäre, da mal ein bisschen näher nachzubohren und zu hinterfragen. Und jetzt ganz viele Artikel, die das Thema komplett zerlegt haben, von vorne bis hinten, von Wirkungsgrad, dann Aufdeckung, das war jetzt so das Jüngste, ich weiß nicht, ob das noch kommt, es gab ja so eine Karte, wo Herr Ploss im Bundestag behauptet hat, so, das wurde komplett debunked, dann wurde rausgefunden, dass es sozusagen diese Lobbyvereinigung gibt, die Karten von E-Fuel-Anlagen, Industrieanlagen ins Netz gestellt haben mit Behauptungen, dass so und so viele Millionen Liter und so weiter bereits produziert werden. Bullshit. Bullshit, das wurde jetzt alles journalistisch in Feinsarbeit, in dem Fall von Golem, ja, also einer journalistischen Publikation im IT-Bereich. Aber die haben sich wirklich mal dahinter geklemmt und haben das alles mal auseinandergenommen. Und da sage ich, so würde ich mir journalistische Arbeit zu diesen Themen wirklich wünschen. Und das ist eben mehr als zu sagen, wir sagen täglich, wie schlecht es ist, sondern zu sagen, wir hinterfragen angebliche goldene Lösungsvorschläge, die aber eigentlich noch was viel Schlimmeres betreiben, nämlich entweder den Status quo verlängern oder ganz neue Probleme zu schaffen. Und das ist für mich so wirklich ein Sinnbild für journalistische Arbeit der Zukunft, wie sie eigentlich verstärkt geben sollte. Ja, absolut. Ne? Also da hat man gesehen, so, okay, da ist was angeschaltet, so auf einmal, das also von der Sache richtig gut, also eine Eigenperistaltik entwickelt und auch eben einen kritischen Umgang damit. Der Schluss, aber es steht beides noch nebeneinander. Ne? Ich glaube, man kann noch einen Schritt weitergehen, nämlich dieses, dass dann eben auch eine FAZ dann irgendwie sagt, so, Wissing hat jetzt gesagt, E-Fuels, das ist aber umstritten, weil, so, ne, und, ne, also, ich glaube, das ist noch das, was fehlt. Aber würden wir das regelmäßig in so einer Debatte dann haben, dann kommen wir in diesen konstruktiven Dialog hinein, dass wir dann auch über die Lösung, die ja teilweise auch tatsächlich schon unterwegs sind, die ja wieder jetzt angeschossen werden,
da weiterkommen. Insofern finde ich diese Sache gut. Und wir kommen da jetzt auch noch drauf, da lass mich da noch ganz kurz hinterher, nämlich Lindner hat hier dann noch mal ein bisschen Schützenhilfe drumherum gegeben und hat dann diese komische Studie, die sie da haben, diese Meinungsumfrage, da haben sie 1002 Leute befragt, dieses so, was hältst du darüber, über Zulassungsverbot, findest du das gut oder nicht? Und jetzt sagt er, er spricht die Sprache des Populisten, sagt dann dieses so, ja, wir haben ja hier also Vorsaat gefragt und deswegen machen wir das jetzt und so. Ne? Also tut so, als ob er darauf irgendeine Meinung geben würde. Die meisten Deutschen sind auch für eine Vermögenssteuer, die meisten Deutschen sind auch für ein Tempolimit. Da macht er tatsächlich dann nichts. Nein, aber hier, da wird dann jedes Argument dann irgendwie rausgezogen, um damit dann hier so ein zu erzählen. Das ist natürlich ein ziemlich billiger Versuch. Man könnte die Leute auch mal, also wenn man die Leute dann irgendwie vernünftig informiert hat und dann danach fragt, kommen sie mit Sicherheit auf eine andere Antwort. Wenn man ihnen dann auch irgendwie erklärt, was das denn für Auswirkungen auf ihre eigene Flotte hat, also ihr eigenes Fahrzeug und so, kommen sie auch nochmal auf eine andere Antwort. Und wenn man sie fragt, hättest du gerne 25 Jahre Verteilungskriege mit deutscher Beteiligung, ja oder nein, dann würden sie wahrscheinlich auch nochmal antworten. Also dieses, na, dieses bewusste Auslassen und so, und ich nehme jetzt einen Fact-Toy-Fakt da spitz nach, das führt dann zu dieser überspezifischen Aussage, die, mit der man dann eben dann da agiert und was dann eben halt irgendwie eigentlich gar nicht zulässig ist im Sinne von, das ist ja kein wirklich ernstzunehmender Debattenbeitrag, aber auf dieser dünnen Firnis sind sie, weil es gibt kaum Argumente dafür, deswegen müssen die sich das so irgendwie herbeibauen. Und das ist das Christoph Bloss-Ding. Ne? Christoph Bloss hat dann eben gesagt, hört mal zu, ja, ja, man kann überall E-Fuels tanken, aber nur nicht in Deutschland. Haha, wir sind so irgendwie hinten gegen und so, und hat sich dann hier an die Seite der E-Fuels-Bewegung gestellt oder der E-Fuels-Leute, die dafür sehr viel trommeln, und hat dann im Bundestag gesagt, ja, ja, ich kann euch hier mal das nachliefern. Was er nachgeliefert hat, war dann Tankstellen für, glaube ich, irgendwie E10 oder für Frittenfett oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts, was mit E-Fuel zu tun hatte. Er hat sich damit komplett blamiert und ist jetzt auch nicht mehr CDU-Vorsitzender in Hamburg. Da hat sich ja auch einiges da ergeben. Aber ich habe diesen Beitrag auch mitgenommen, weil man sieht ja einerseits in dem konservativen Block ist auch so ein bisschen Diskursallianz. Da gibt es dann so immer wieder Verbindungen so in verschiedenste Richtungen. Und Christoph Bloss versucht ja halt immer für sich selber ein Thema zu finden. Bisher ist er aufgefallen, dass er Frauen scheiße findet. Und jetzt ist er halt eben aufgefallen damit, dass er eben von diesem E-Fuels-Thema keine Ahnung hat. Und immer dann, wenn er gesagt hat, E-Fuels sind dann irgendwie die Rettung und die Leute gesagt haben, nee, du, Christoph, das stimmt nicht und so, dann kommt dann hier dieses, ja, da müssen wir, diejenigen, die sich dafür einsetzen, ne, also Noble Cause, die sich für einsetzen, die sind wieder Hass und Hetze aus dem linken Spektrum, ne, und so weiter. So, ne? Also das ist total spannend, also diskursiv, weil dieses, er macht sich zum Opfer und auch ein bisschen zum Helden, aber ich bin das Opfer, weil Hass und Hetze, das ist das, wie ich jetzt empfinde. Ich bin das Opfer und gleichzeitig sagt er auch halt eben so, jeder, der mir nicht widerspricht, der gehört zu mir, weil jeder andere, der Widerspruch ist, ist ja Hass und Hetze. Und gleichzeitig ist dieses, der andere Meinung hat, hasst und hetzt. Natürlich hast du im Social Media immer ein paar Leute, die dich halt irgendwie anschießen oder doof finden oder so weiter. So, ne? Aber in den meisten Fällen war es dann irgendwie sachliche Kritik oder auch so ein bisschen Häme vielleicht, aber nicht Hass und Hetze. Hass und Hetze ist das, was ganz andere Leute erleben und so. Aber so wird das dann eben in der Verletzung dann eben manchmal empfunden und eben auch, um damit, das ist reiner rechter Populismus, dann sowas dann ranzuziehen. So ähnlich agieren dann auch zum Beispiel Rechtsradikale oder halt eben zum Beispiel Republikaner in Amerika. Das ist rechter Populismus. Ne? Also dann heißt es auch eben Spaltung. Hier ist eine Linie, wer mit uns ist, der ist für die Zukunft und so weiter, und die anderen sind Hass und Hetze und so weiter. Die wollen uns ja nur schaden. So, also das ist absolutes Nicht-Diskursangebot, sondern genau die Verhinderung von Diskurs. Und eine andere Art von Verhinderung von Diskurs ist von dem FDP-Menschen hier, der hat mal wieder so einen Klimaleugnungsartikel, die laufen bei Welt auch immer, auch mal gern hinter der Paywall. Da wird dann behauptet, dass die Spitzenforscher, die sich mit Kippelementen im Klimasystem auseinandersetzen und das natürlich auch im wissenschaftlichen Diskurs diskutieren, dass es eigentlich ein geheimes Forschernetzwerk ist, dass das in die Diskurs reingetrickst hat und so weiter. Also da wird dann so rumgeraunt und so weiter, so, und dann er, der FDP-Mensch, der sagt dann so von wegen so, naja, es ist ja alles gar nicht so schlimm und so weiter. Also all diese Funktionen, die wir gerade eben erzählt haben, wir müssen uns das Ganze diskursiv als Mosaik vorstellen. Da gibt es dann für jede Geschmacksrichtung was dabei, damit auf der anderen Seite dann jemand, der dann für das eine oder andere empfänglich ist, sich auch was aussuchen kann, und er hat eben das Angebot im Köcher, ist doch gar nicht so schlimm, legen Sie wieder schlafen, die anderen sollen gefälligst die Fresse halten, die fliegen ja auch nach Bali und so. Das ist genau das, wie sich dann sowas zusammenbaut, und das ist natürlich grundweg gefährlich. Jetzt nochmal, um das Ganze abzurunden, wir sind eingestiegen mit, naja, dadurch ist das eben auch das ganze Projekt
Klimaagenda in Europa kommt ins Wackeln, weil Verbrennerverbot halt ein ganz wichtiges Signal ist. Einerseits, wir sind politisch ernsthaft, wir haben einen Plan, der ist auch langfristig und marktbasiert, plus er ist auch gleichzeitig ein wichtiger Investitionshinweis, weil nämlich dann Akteure des Finanzmarkts wissen, okay, Verbrenner nein, also Elektro ja, also fließt da das Geld rein, also Elektroinfrastruktur. Das andere heißt dann aber, nee, doch Petro, dann investiere ich vielleicht doch nicht da rein und so. Das heißt, diese Art von Guidance, die ist enorm wichtig, dass man hier verlässlich ist. Und das wird eben nicht getan und damit wackelt jetzt europaweit eine ganze Menge. Deswegen zerfällt jetzt Europas Klimapolitik nicht komplett, aber das ist schon wirklich ein richtig tiefes, tiefer Riss, der hier reingerissen worden ist. Und um nochmal kurz einen Gegenschnitt zu haben, Multiplativ, den kennt, glaube ich, ja jeder von uns. Also den kenne ich, seit ich Kind bin. Und der ist halt eben auch einer, der seit Jahren eben der Straight Talker ist und sich das auch traut. Und dann irgendwie sagt dieses, naja, wir müssen halt irgendwie Subventionen für fossile Energien wegnehmen. So, ne? Also man könnte auch mal sagen, okay, Investitionen, also für weitere Explorationen oder weiter Ausbau sollte es nicht geben. Man könnte auch sagen, okay, wir müssen das jetzt abbauen, wir müssen das irgendwie, so, also irgendwie rationieren, wir müssen es langsam verbieten und so weiter. So, aber er sagt jetzt immer, die Subventionen müssen weg, weil nämlich dann in diese Lücke, ne, das Finanzmarkt, der sucht sich dann seinen Weg, dann im Prinzip auch neue Technologien die Möglichkeit haben. Solange du die Subventionen aufrechterhältst, solange du die Unsicherheit im Markt behältst, wird die ganze grüne Transformation niemals abheben. Die wird so schon wahrscheinlich schon schwer genug, dass sie genügend Kraft entfaltet, um uns aus der Krise zu ziehen, ohne dass da noch mehr Eingriffe kommen. Aber mit all diesen Sachen wirkst du im Prinzip das Ganze komplett ab. Und warum das so ist, sehen wir auf der nächsten Folie. Es sei denn, ihr habt jetzt gerade an der Stelle jetzt einen Punkt. Nee, ha, den hast du ja gemacht. Sehr gut. Hier sehen wir nämlich jetzt konsekutiv das, was nämlich Lindner letztes Jahr mal vom Besten gegeben hat. Nämlich er dann gesagt, hier so E-Auto-Prämie, nee, jetzt hier, also Subventionen können wir uns schlichtweg nicht leisten. Also erstmal fehlgeleitet, ne? Also er setzt erstmal dieses E-Auto-Prämie ist fehlgeleitet. Frage, warum? Wir können uns schlicht, also dieses ist ja vollkommen klar zu verstehen, und wir können uns das nicht mehr leisten. Aber es wird jetzt alles schlimmer. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Auf keinen Fall bitte Vermögensteuer erwähnen. So, also dieses, dass er jetzt eben sagt, okay, wenn wir jetzt MWE-Autotransformation haben wollen, dann hilft das natürlich total, wenn der Staat nichts dazu gibt, weil dann weniger Leute tatsächlich Marktteilnehmer werden können. Und das ist übrigens, hier sehen wir von 2016, seit 7 Jahren sagt er genau das. Seit 7 Jahren. Na, also er ist da irgendwie weiterhin on message. Und wen hilft denn dieses ganze E-Fuels-Thema? Und wen hilft denn das auch, wenn man versucht, halt E-Mobilität zu verhindern? Das hilft halt der globalen Fossilindustrie. So, und die Fossilindustrie ist halt das eine, dass die natürlich reich und mächtig ist, dass mit ihr zusammen halt Kriege geführt worden sind und für ihre Interessen ist ja nun auch nichts Neues, dafür muss man ja nur in die Geschichte reingucken. Aber hier ist halt ein ganz giftiges Amalgam, weil nämlich Ende 2020 klar wurde, jetzt langsam gehen die Lichter aus. Da hat die UN dann auch angefangen, ziemlich laut zu sagen, okay, Fossil muss jetzt mal enden, das muss jetzt pieken und dann müssen wir es abbauen. Und als dann erste Staaten auch im Zuge der globalen Pandemie angefangen haben zu sagen, okay, wir müssen das jetzt wirklich mal hinterfragen, da hat meine ausgerechnet, wie viel Stranded Assets wird es dann geben, also Anlagen, die du nicht weiter betreiben darfst, weil es Diktungen gibt, dass Fossil nicht mehr erlaubt ist und so weiter. So, dann hast du deine abgeschriebenen Anlagen, die Cash produzieren und dann geht das nicht mehr und dann ist das ja doof. Und dann kam man auf einen ziemlich hohen Wert und hat dann gemerkt, das ist irgendwie blöd und hat dann angefangen, die ganze Produktion nochmal richtig anzuwerfen, aus den Gründen, die ich von einer halben Stunde schon mal erzählt habe. Und das Ding ist, dadurch, dass sie jetzt Es sind ja Oligopole, ne? Es gibt da relativ wenig Erzeuger, also ganz wenig Marktteilnehmer, aber viele, wenig Anbieter, aber viele Nachfrager auf der anderen Seite. Und die sprechen sich natürlich nie ab. Das weiß man ja, dass die ja sich niemals absprechen und so. Aber auf jeden Fall, als sie dann angefangen haben, die Preise zu erhöhen, hat dann eben die ganze Industrie die Preise erhöht. Und deswegen haben sie jetzt die besten Geschäftsjahre seit Ewigkeiten gehabt. Also sowohl Aramco, BP, Shell und so weiter, alle haben die besten Gewinnzahlen, die sie jemals gehabt haben. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass der Finanzmarkt das natürlich auch riecht und weiß, hey, da gibt es jetzt richtig Renditen. Überall ist gerade scheiße. Das Einzige, was gerade richtig fliegt, ist Krieg und Öl.
Und das heißt, wenn ich jetzt, FDP ist jetzt gar nicht mal so hinterher zu sagen, wir haben das große Interesse daran, dass jetzt irgendwie wieder nach Öl gebohrt wird und so, das ist gar nicht das Ding, sondern eher dieses, dass viel Geld durch diese Industrie fließt und große Finanzakteure halt ein Interesse haben an diesen Renditen, die da dranhängen, solange sie noch da sind. Und je länger man das noch verlängern kann, desto länger kann man noch Geld verdienen. Das heißt, dieses There's money to be made, da ist ein heißer Markt, lass uns den doch erhalten, steckt halt eben auch damit drin. Plus die Automobilindustrie, die ja eben Teil oder verlängert, also Wertschöpfungsteil der Fossilindustrie ist, halt eben wie auch die FDP halt eben sehr stark mit Spenden bedient hat die letzte Zeit. Und letzter Punkt, das ist jetzt auch kein deutsches Problem, Biden, den hatten wir jetzt gerade eben vor einer halben Stunde, der gleichzeitig sagt, okay, wir müssen die Ölindustrie verklagen, hilft gleichzeitig der Ölindustrie, indem er dann Ölfelder und Gasfelder erschließen lässt in Alaska, in Naturschutzgebieten, mit neuen Pipelines, mit Zerstörung der Nahrungsmittelversorgung, mit Abriss von irgendwie Naturschutz und so weiter. Und alle laufen dagegen Sturm, aber das hat er jetzt erlaubt. So, und dieses Doppeldenk, das muss man jetzt halt irgendwie gerade irgendwie so ein bisschen aushalten. In Alaska haben so ein paar Leute dagegen Sturm gelaufen, aber viele andere auch nicht, weil die Alaskaner, die werden ja auch seit Jahren schon ruhiggestellt durch Petrodividenden. Das heißt, die kriegen von der Ölindustrie auch einmal im Jahr einen Scheck quasi dafür, dass sie zulassen, dass da und dann nicht dagegen demonstrieren. Teilweise sind sie da ja auch natürlich beschäftigt, dass sie dann Öl fördern können. Das heißt, dieses Doppeldenk, das haben wir. Wir haben einerseits das klare Bekenntnis und die klare Empirie, dass wir jetzt dringend was machen müssen. Und auf der anderen Seite sehen wir halt irgendwie diese Zwangssituation, dass damit echt viel Geld zu verdienen ist. Und jetzt wieder Episode 2, da haben wir mal über Machtfaktoren und nicht demokratisch legitimierte Machtstrukturen gesprochen. Jetzt hast du einerseits die Öffentlichkeit, die sagt, wir würden uns gerne transformieren, auf der anderen Seite Politiker, die auch wissen, dass sie da immer noch irgendwie Akteure haben, die sie auch mit irgendwie bedienen müssen, und deswegen macht man jetzt gerade beides. Na, also, dass man einerseits versucht hat, weil Bidens Paket hat ja auch eine ganze Menge Solar- und Windkraftförderung, und in China ist das ja auch, ne, wo man einerseits Öl und Kohle weiter aufbaut und trotzdem gleichzeitig massiv Solar aufbaut. So, ne? Also das ist das, wo wir jetzt gerade drinstecken. Klar ist aber, das, was emittiert, muss weniger werden. Und das ist bei dieser ganzen Diskussion, die wir hier sehen und die wir gerade führen, gar nicht dabei. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass das wegkommt. Das muss das Ziel sein. Und diese ganzen Ablenkungsdebatten drumherum sind nur dazu geeignet, das zu verwischen, beziehungsweise halt mit Missinformationen halt das Ganze zu derailen. Apropos Saudi Aramco, das ist zufällig auch sehr neue Meldung und auch zum Thema Doppeldenk. Und das muss man sich wirklich jetzt nochmal vor Augen führen. Also das sind, im Grunde genommen sind es drei Schlagzeilen, die man in einen Zusammenhang bringt. Die erste Schlagzeile ist das, was Jens schon gesagt hat, Rekordgewinn. Saudi Aramco ist das wertvollste Unternehmen der Welt seit diesem großen Wurf. Also das ist offiziell sozusagen das Unternehmen mit den größten Profiten. Ich weiß gar nicht, wer vorher auf Platz 1 und so weiter war, aber auf jeden Fall keine Fossil. Unternehmung in dem klassischen Sinne, das ist sozusagen Meldung Nummer 1. Meldung Nummer 2 ist, Saudi Aramco, oder halt, das ist ja auch staatlich von Saudi-Arabien, hat Millionen Barrel Diesel aus Russland importiert. Ja. So, also das, was wir ja eigentlich sanktionieren. Und ganz frisch die Meldung, ein Tag alt, die Deutsche Post gründet ein Joint Venture mit Saudi Aramco, um Supply Chain für Petrochemie in Saudi-Arabien und so weiter einen gemeinsamen Logistik-Service anzubieten. Und das sind schon sehr pikante Verbindungen und so weiter. Und auch im Hinblick nochmal in Richtung Ukraine, Russland und all diese Dinge, auch da sieht man, wie dieser Krieg letztendlich sehr viel Geld in die Taschen von Big Oil letztendlich hat fließen lassen. Und gleichzeitig man eben sagt, ja, wir müssen da auf jeden Fall Werte basiert und so weiter, was ja alles vollkommen richtig ist, aber dann bitte auch so diese Dinge mit beachten. Ja? Also es kann nicht sein, dass die ungestraft Millionen von Barrel Diesel aus Russland beziehen, die wir auf der anderen Seite sanktionieren, die verkaufen es uns wieder. Das erinnert mich so ein bisschen an Irak-Sanktionen und so weiter damals. Und dann machen wir aber noch ein Joint Venture mit der Deutschen Post. Ja, so ein
sehr in staatlicher Nähe unternehmen. Das ist schon sehr pikant, finde ich. Ist es, also jeder, der irgendwie sagt, ja, wir sind jetzt auf dem Weg und wir machen es ja schon richtig. Nein, nee, waren wir vorher schon nicht. Und die ganze Entwicklung der letzten 18 Monate führt genau in die entgegengesetzte Richtung. So, ne? Also wenn man jetzt irgendwie glauben könnte, man könnte sich jetzt umdrehen, weil jetzt läuft, nee, es ist gerade ist genau die andere Richtung. Also das merkt man auch irgendwie, wenn man sieht, wo fließt denn jetzt irgendwie Geld rein und wo investieren dann grüne Fonds und so weiter. So, da gibt es ja auch in der Berichterstattung ganz viel, da werden wir auch nochmal gesondert was zu erzählen und so. Also man kann sich momentan nicht darauf verlassen, dass es in die richtige Richtung geht. Das alles und das, was du gerade erzählt hast, Patrick, zeigt eigentlich, dass die Entwicklung genau in die falsche Richtung geht. Und das ist genau das, ne? Also Big Oil hat letztes Jahr als dann im Cash-Out war, im Prinzip das, was normalerweise in Jahren ausbezahlt wird, ausbezahlt. So, also da ist richtig, richtig Geld drin. Und nachdem ja wir in der Europäischen Union sagen, wir müssen eigentlich davon weg, drohen sie ganz offen damit und sagen, so hör mal zu, wenn ihr ernsthaft versucht, hier grüne Transformation zu machen, ja, dann werden wir mal schön unser Geld abziehen, werden wir unsere Operations woanders hinlagern und so weiter, dann kriegt ihr vielleicht noch ein bisschen was von unserem Material, wir möchten euch als Marktteilnehmer erhalten, aber die Direktinvestitionen, die werden wir dann schön woanders hinlagern und so weiter. Also das ist, hier wird jetzt, also das ist jetzt nicht mehr so, dass die sagen, okay, wir sind die Schmutzigen, bitte guckt uns nicht an, sondern jetzt fangen die an mit so einem Bullying nach dem Motto, wir schubsen euch jetzt mal richtig rum und so. Dabei müsste eigentlich klar werden, dass die Staatengemeinschaft sagt, so, wir entweder verstaatlichen das jetzt oder verbieten das oder keine Ahnung, fangen an, das irgendwie sonst anders zu sanktionieren. Nein, nein, sondern wir werden jetzt mal, wir als Gesellschaft, die ein Interesse daran haben, dass fossile Industrie nicht mehr emittiert, dass es sie nicht mehr gibt, werden jetzt quasi versucht, wieder so zu erpressen. Und auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die dann so hyperventilieren und sagen, oh nein, wir müssen das sofort machen, weil ansonsten Arbeitsplätze, ansonsten werden wir alle sterben. Also die ganzen Blödsinn, ne? Die Leute lassen sich ja auch von solchen meistens ja leeren Drohungen dann auch irgendwie dann ins Boxhorn jagen. Aber das ist die Situation, in der wir da sind. Und wer jetzt irgendwie wütend ist, zu Recht. Zu Recht, das ist etwas, worüber wir wütend sein müssen. Wütend und wir dürfen nicht in die Verzweiflung abgleiten und so, ne? Aber dieses, wir müssen halt irgendwie diese Energie auch irgendwo, nicht in Gewalt, aber wir müssen halt irgendwie unser Missfallen darüber auch irgendwie klar machen. Das ist die Situation, wie sie gerade ist. Das ist nicht in Ordnung. Sondern das ist halt nicht nur die falsche Entwicklung, sondern damit wird versucht, auch dieses. Ich habe gerade eben beschrieben, quasi, wir gehen in die falsche Richtung, es geht in diese Richtung und so weiter. Und damit wird versucht, das Umknicken wieder in die richtige Richtung zu verhindern. Das sind Akteure, die arbeiten gegen die Zukunft von uns und unseren Kindern. Und vielleicht in diesem Kontext, wenn ihr das jetzt so alles gehört habt, vielleicht versteht dann der eine oder andere jetzt auch, was diese Protestaktion in Berlin war mit dem Öl auf unserem Grundgesetz. Weil es ist sozusagen nichts anderes als das in einer Kunst-Performance-Protest-zivilen Ungehorsam-Situation. Da ging es nicht darum, unsere Grundgesetze zu besudeln, sondern den Leuten den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, diese fossile Industrie besudelt unsere Grundwerte. Und dann tatsächlich nochmal mit diesem pikanten Detail Russland etc. Genau das ist nämlich der Punkt hier. Also einerseits plädieren wir immer auf Grundrechte, Grundgesetz etc. Und auf der anderen Seite verscherbeln wir sozusagen vieles davon. Und das war die Aktion. Nicht mehr und nicht weniger. Und das alles mit abwaschbarem Speiseöl. So, und jetzt halt dieses von wegen, was tun wir denn dagegen? Richard Attenborough, ihr kennt ihn alle vielleicht, David, Naturkundler und so weiter, ganz viele tolle Dokus gibt es von dem, er hat auch eine tolle so märchenonkelmäßige Stimme und so weiter, framed das auch immer, ist aber auch jemand, der auch diese Zusammenhänge gut erklären kann. Gibt es auch bei Netflix und bei YouTube und so weiter. Also wer ihn noch nicht kennt, schaut euch das an. Das ist halt irgendwie so ziemlich coolen Stuff, den er so macht. Naja, und jetzt hat er eben vorgehabt, dass es da mal wieder so ein Piece geben sollte von ihm. Und da hatte man dann so viel Angst. Cancel Culture gibt es immer nur von rechts in Wirklichkeit. Das ist halt so, dass das BBC sich nicht getraut hat,
diese Naturdoku auszustrahlen, weil es könnte ja dann Schwierigkeiten von rechts geben, also von der konservativen Seite oder von der Kapitalseite und so weiter, die dann sagen, finden wir nicht in Ordnung, weil das setzt sich ja kritisch mit Wildlife auseinander und dem Zusammenhang des Menschen. Das ist das, wo wir gerade drin sind. Erinnere ich mich noch an 2020 an die Umweltsau oder an viele andere Beispiele, die wir halt irgendwie auch aus Deutschland oder aus anderen Staaten kennen. Das ist ein Problem. Im Voraus allen Gehorsam wird dann hier quasi Berichterstattung oder beziehungsweise hier so ein Frame, was ja auch das zugänglicher macht, weil das das in einem Langstück in Zusammenhänge setzt, wird dann gesagt, okay, das müssen wir halt eher so ein bisschen unter den Deckel halten. Genau, BBC, gutes Stichwort. Gary Lineker war ja der andere Fall, der vor kurzem durch den Äther gerauscht ist. Auch da wurde Lineker sozusagen wegen politischer Positionierung letztendlich vom Bildschirm gebannt. Ich glaube, die Suspendierung ist mittlerweile wieder aufgehoben nach ordentlichem Protest und so weiter. Aber auch da sieht man sozusagen auch hier, hate the game, not the player. Die BBC ist natürlich in England unter massivem Druck, weil natürlich auch da die Bestrebungen da sind, den öffentlichen Rundfunk mal mindestens die Flügel zu stutzen und so weiter. Und so entstehen dann natürlich auch diese Dynamiken, dass man ähnliches Phänomen beobachtet man ja zumindest auch im deutschen Diskurs, dass es dann so heißt, ja, ausgewogene Berichterstattung und so weiter, was ja nichts anderes ist wie ein anderer Begriff für gewisse Dinge sollte man jetzt eher mit ausbalancieren oder keine Ahnung, macht aber keinen Sinn, aber das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe und es ist ja klar, dass gerade, also welche Kräfte sozusagen da gerade tätig sind, um den Öffentlich-Rechtlichen letztendlich beschneiden zu wollen. Und da sollte man wirklich auch auf europäischer Ebene wirklich sehr bedacht drauf sein, dass das nicht passiert. Weil trotz auch der Kritik, die wir ja so ein bisschen am Anfang der Sendung Richtung Öffentlich-Rechtlich, also Kritik an Öffentlich-Rechtlichen, und das weiß Konstantin ja, weil wir beide, also Konstantin immer noch in dem Kontext arbeitet und ich vorher auch mit vollem Leib und Seele dafür gearbeitet habe, weil es einfach im Herzen liegt und da die Kritik natürlich eine andere Absicht hat, wie jetzt die Kritik, die hier geäußert wird, nämlich die Absicht, den eigentlichen Kern und Zweck des Öffentlich-Rechtlichen wieder in den Vordergrund zu stellen und sich nicht von diesen Kräften vereinnahmen zu lassen, sondern im Gegenteil seinem Bildungsauftrag sozusagen nachzukommen und die Stimme zu entwickeln. Das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort bei der BBC. Ich habe neulich mal so ein bisschen noch nachgeschaut. Spitzenpositionen der BBC sind in den letzten Jahren auch sehr auffällig mit konservativen, zum Teil Ex-Politikern, aber sowas besetzt worden. Also ich glaube, der Generaldirektor der BBC war tatsächlich mal auf einer niedrigeren Ebene, war da für die Tories, ist er bei Wahlen angetreten. Andere, die so, ich glaube, Head of News oder sowas, haben mal für konservative Premierminister gearbeitet. Der, ich glaube, Chair for England und so weiter ist auch, hat 400 Millionen an die Tories oder sowas gespendet. Oder auf jeden Fall sehr, nee, 400.000, nicht 400 Millionen. Aber sehr großes Netzwerk an sehr zentralen Stellen, die halt sehr stark mit der konservativen Partei auch verflochten sind. Deswegen haben diese ganzen Debatten in der letzten Zeit mit der BBC, mit wir stehen neutral da, so auch nochmal einen ganz seltsamen Beigeschmack. Und sowas wie das hier natürlich, wo es dann halt eben auch, finde ich, in das Gebiet geht, wo es um die Pressefreiheit geht, ganz, ganz faden Beigeschmack. Ja. Und gefährlich. Ja. Total. Und also wir haben es halt immer wieder, ne? Dieses, wer darauf vertraut, dass irgendwie Unternehmen das von sich aus machen, der läuft da in die Irre. Wer glaubt, dass irgendwie, dass der Einzelne durch Verzicht das jetzt irgendwie das ganze System drehen kann, das ist halt irgendwie auch nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen. Wer glaubt, dass Politiker das jetzt ohne, aus eigenem Volonté, so ohne Druck von außen das machen, ist halt auch schwierig. Das größte Problem, der habe ich mal gehört, ist ein geiler Spruch eigentlich, weil der auch ziemlich gut passt. Das größte Problem, das die Erde hat, ist eigentlich immer, wenn man glaubt, der andere wird sie retten. So, ne? Also es muss klar werden, dass wenn es uns nicht egal ist, dass wir hörbar werden und dass wir hier halt eben eine kritische Masse erreichen. Ne? Eine kritische Masse, die halt genügend politischen Druck ausübt, um das zu ändern. So, ne? Also klar muss das Ganze friedlich und demokratisch abgehen, das ist ja vollkommen logisch. Aber wir brauchen halt wieder, und das hatten wir auch in Episode 3 ja ziemlich lange diskutiert, außerparlamentarische Opposition.
So, ne? Also das, sich das Verbinden, sich hörbar machen und so weiter und auch klar machen, also wenn auch viele Demos haben dieses Jahr wieder, dass es uns nicht egal ist, weil darauf kommt es an. Ne? Diese ganzen Sachen, die setzen darauf, dass auf der anderen Seite eine Bevölkerung ist, die dann sagt, ja, so oder so rum ist ja am Ende irgendwie auch Wurst oder so. Nein, nein, es muss klar werden, es ist uns nicht egal.